Vielen Dank, Sarah, für die Vorstellung. Ich möchte euch herzlich begrüßen. Ich finde es ganz toll, dass die Resonanz für dieses Thema so groß geworden ist. Auflage schießen, wie die Sarah schon sagt, erfreut sich immer mehr Beliebtheit und ich bin schon einige Zeit davon begeistert. Also schon als Jugendliche hatte ich mal Kontakt mit dem Auflageschießen, habe mich immer gefragt, wie das funktioniert. Und deshalb freue ich mich sehr, dass der Deutsche Schützenbund mir ermöglicht, hier als Expertin hier aufzutreten. Meine Einleitung, ja, also mein erstes Webinar. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher festgestellt, ich bin so aufgeregt wie früher vor dem Wettkampf. Deshalb kann ich das auch wieder ganz gut verstehen, wie sich die Schmetterlinge im Bauch anfühlen und wie es euch geht, wenn ihr Wettkämpfe schießen müsst. Ich sage an der Stelle immer, gute Vorbereitung ist alles. Ich habe versucht, das alles zu geben. Kribbeln im Bauch ist was Schönes. Die Wettkampfaufregung ist auch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich finde es, oder ich fand es als Schütze immer, es ist das Salz in der Suppe. Und ich freue mich gerade ganz, ganz doll, dass mir dieses Kribbeln auch wieder zuteil wird. Ne? Ja, was befähigt mich hier über das Thema zu reden? Erstens mal denke ich das Interesse am Thema an und für sich und auch die Neugier rauszufinden, was ist wichtig, was kann ich aus meinem Freihandschießen übertragen, was kann ich an meinen Erfahrungen dazu nutzen, euch hier weiterzubringen und das Auflageschießen zu einer runden Sache zu machen. Viele Gespräche haben mich natürlich auch weitergebracht. Ich habe mich gerne mit guten Schützen unterhalten, weil es zählt ja nicht nur das, was ich denke und was ich fühle, sondern Gespräche mit anderen guten Schützen sind ganz, ganz wichtig und natürlich hat das alles rund gemacht. Bevor wir zum Thema kommen, möchte ich noch sagen, der äußere Anschlag ist sehr individuell. Wir versuchen zwar ein Ideal hier zu zeigen, aber noch einmal, ganz wichtig sind die körperlichen Voraussetzungen, die der Schütze selbst hat. Und darauf sollte natürlich in erster Linie eingegangen werden. Aber ich finde immer, eine Annäherung an dieses Ideal ist ganz wichtig. Und das wollte ich euch noch zum Start mitgeben. Fangen wir einfach mal an. Ah, es funktioniert, sehr schön. Also der äußere Anschlag. Der Stehendanschlag wird von unten nach oben aufgebaut. Die Fußstellung bildet das Fundament für die Statik. Oder der Sitz und die Fußstellung bilden das Fundament für die Statik, je nachdem, ob ich stehe oder sitze. Der Schwerpunkt im Stehendanschlag ist sehr hoch, also schwankungsanfällig. Und ich habe eine recht kleine Unterstützungsfläche durch die Stehbreite und durch die Fußlänge. Der Schwerpunkt im Sitzenanschlag ist etwas niedriger, ist nicht ganz so schwankungsanfällig und ich habe eine größere Unterstützungsfläche, weil die vom Po bis über die Knie zu den Füßen runtergeht und ich da wenn man sich das so als Viereck vorstellt, eine bessere Unterstützungsfläche habe. Aber man soll sich da nicht täuschen. Auflageschießen im Sitzen hat seine eigenen Herausforderungen. Im Stehendanschlag kann ich dafür viel besser atmen. Ich habe eine bessere Bauchatmung, weil ich gestreckt bin. Und das ist im Sitzendanschlag ein bisschen schwieriger. Aber darauf gehen wir auch noch einzeln ein. Die Schulter und die Stützhandhaltung bestimmen die Fußstellung und die Stellung der Hüfte. Hört sich ein bisschen komisch an. Ich zeige euch mal ein Bild dazu. Das ist jetzt von oben fotografiert, ein bisschen laienhaft, aber ich glaube, es stellt es ganz gut dar. Wir sehen, dass der Griff nach vorne zum Sport gerät, die Handauflage zur Folge hat, dass die linke Schulter, hier jetzt bei dem Rechtsschützen natürlich, Linksschützen müssen immer umdenken, mitdenken. Also die Schulter geht dann in Richtung Scheibe nach vorne.
Und da ist es ganz wichtig, dass wir keine Rotationsbewegung in die Wirbelsäule reinbringen. Wenn ihr euch jetzt das Bild mal von oben anschaut, dann seht ihr noch den Popo von dem Schützen. Also die Jacke geht da unten, die ist sichtbar hinten und unten links guckt auch noch ein Fuß raus und den rechten Fuß sehen wir gar nicht. Der steht auch ganz gut platziert unter der rechten Schulter, was für die Statik ganz gut ist, aber der linke Fuß gehört im Prinzip auch unter die linke Schulter, so dass die Hüfte, die Füße, die Hüfte und die Schultern quasi eine Linie bilden und ich keine Verdrehung in der in der Wirbelsäule habe. Das nächste Bild, jetzt sehen wir wieder die Schulter angezeigt, dann kommt da nochmal zum Verdeutlichen der Po. Und da unten versteckt sind die Füße. Und ich habe das mal versucht so darzustellen. Und ihr seht, dass da viel in Unordnung ist. Und das eigentlich ist es die Aufgabe, das ein bisschen zu sortieren, dass wir besser stehen. Hier sehen wir den Schützen, den ich von oben aufgenommen habe, auch nochmal von der Seite. Und da sehen wir auch, dass der Schütze leicht rechts auf einem Fuß steht. Also der linke Fuß, der hinter der Schulter quasi steht, nicht unter der Schulter. Der ermöglicht uns gar nicht gerade zu stehen. Und dann geht der Schütze immer in eine Haltung, die ihn befähigt, durch die Visierung zu schauen. Und dann wird es schon schief. Hier habe ich mal ein Idealbild. Das sieht man schön, dass der Schütze gerade ist. Der Kopf ist gerade. Der ist nicht so nach vorne gestreckt. Der Kopf, ich sage gerne mal Schildkröte dazu. Das ist so, wenn man den Kopf so eingezogen hat. Und manchmal gehen dann auch noch die Schultern hoch. Alle diese Sachen wollen wir eigentlich vermeiden. Die wirken sich immer negativ auf die Schussleistung aus. Oh. Ich sehe gerade nichts. Die Höhe und Position der Schaftkappe und der Visierung bestimmen die mittig im Schwerpunkt liegende Kopfablage. Ein Bild. Ja, da geht es auch um die Veränderung an der Waffe. Ich habe das versucht, jetzt mal hier von oben deutlich zu machen. Es ist ganz wichtig, dass ich die Möglichkeit habe oder mir schaffe. Es gibt dazu verschiedene Hilfsmittel natürlich, dass ich meine Visierung nach links, jetzt auch wieder vom Rechtsschützen aus gesehen, nach links zum Kopf hinbringe. Und was dann noch wichtig ist, das ist auch eine Auslagerung der Schaftkappe nach rechts, dass die Schaftbacke quasi auch wieder zum Schützen hingebracht wird. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, dass ich die Schaftkappe mittig an der Brust ansetze und die Waffe so nah wie möglich zu meinem Kopf hinkommt und dadurch die Kopfhaltung besser wird. Hier sehen wir ein ganz typisches Bild von einer Schützin, die eher axial einsetzt, also so wie es die Freihandschützen auch machen. Das hat nur den einzigen Vorteil, dass der Schaft ein bisschen länger ist und dass die Hand gerade am Pistolengriff liegt. Aber wie ihr seht, macht die auch so eine Vorwärtsbewegung mit dem Kopf und noch eine seitliche Auslagerung. Und es ist deutlich sichtbar, obwohl die Schützin keine Rotation im Rücken hat, dass sie rechts lastig steht, dass sie auf dem rechten Fuß steht und nicht auf beiden Füßen gleichzeitig und den Kopf auch nicht gerade hält. Ne? Hier sieht man auch noch mal, ich habe mal eingezeichnet, wie die Linie von der Schaftkappe aus gesehen im Fuß ist. Das ist schon ganz gut. Das bietet von der Statik und also wenn man jetzt mal vom Kleinkaliberschießen ausgeht und wir davon ausgehen, dass beide Anschläge gleich sind im Luftgewehr und im Kleinkaliberschießen. Es gibt keinen Grund, warum das anders sein sollte. Dann ist es aber ein Minimum so, dass die Schaftkappe auf dem Fuß landen sollte, also die gerade nach unten geht. Ne? Das ist ja der Fall, aber die Kopfablage ist noch nicht so optimal. Hier haben wir auch nochmal zum Vergleich. Der rechtslastige Schütze, der hat die Schaftkappe auch auf dem Fuß stehen. Also das würde schon ein bisschen standhalten, wenn diese Rotation nicht in der Wirbelsäule wäre.
Und hier haben wir wieder das Ideal und da sieht man einfach gerader Kopf. Die Schaftkappe ist ganz nah am Kopf abgelegt, also in der Brustmitte, überhaupt nicht axial. Und jetzt geht hier ganz deutlich hier die Linie zu sehen, die endet im Körper, also zwischen den Füßen, nicht auf deiner Ferse und bietet somit den Maximalhalt für Statik und Stabilität. Nochmal, die Höhe und Position der Schaftkappe und der Visierung bestimmen die mittig im Schwerpunkt liegende Kopfablage. Die Kopfhaltung sollte so nah natürlich wie möglich sein, damit sie so nah wie möglich am Körperschwerpunkt liegt. Jetzt mal aus der Sicht des Sitzenschützen. Also hier sehen wir, dass der Kopf sehr schön gerade im Mittelpunkt des Körpers abgelegt werden kann. Der Schütze befindet sich schon im Endanschlag. Und hier nochmal das Ganze von der Seite her gesehen, sieht man, eine leichte Vorneigung ist oft der Fall, weil ja, durchs Alter kommt es einfach mal vor, dass die Wirbelsäule nicht mehr ganz so gerade ist, die Halswirbelsäule. Und wir haben viele Menschen, die dann eher so ein bisschen runde Schultern machen und nach vorne gehen. Und wir versuchen da immer das Optimum rauszukriegen, immer schön berücksichtigen, keine Zwangshaltung, das bringt natürlich auch nichts. Das war eine Begegnung, die ist erst vor kurzem passiert. Ein Schütze, der gerne im Kleinkaliber geschießen Hilfe angenommen hat. Und hier sehen wir ganz deutlich zuerst links das ganz linke Bild. Da steht er noch in seinem Ursprungsanschlag. Er hat die Fußspitzen nach außen gedreht. Ich sage dann gerne mal Ente dazu und steht frontal. Man sieht auch ganz deutlich, dass er die Schulter, die linke Schulter zur Scheibe hingeneigt hat, weil wieder die Hand zum Sportgerät greift und die Schulter quasi mitzieht. Wir haben ihn dann korrigiert. Ein bisschen breiter hingestellt, Schulterbreite, ein bisschen breiter wie Schulterbreite. Ich sage immer, die Schultern müssen zwischen die Füße passen. Das ist immer viel besser und gibt mehr Halt. Ich zeige euch auch gleich, warum. Und dann kommen die beiden Bilder von der Seite. Da ist es auch deutlich zu sehen. Er hat zwar ein kleines bisschen den linken Fuß schon vorgestellt, aber es ist noch sehr frontal. Er hat auch den Kopf nach unten genommen, streckt ihn nach vorne. Und das ist alles schon, sieht nicht so locker aus. Auf dem nächsten Bild haben wir ihn auch dann korrigiert. Und man sieht, erstens hat er schon mal ein Maßband vor den Füßen liegen. Daran kann er sich orientieren, wenn er mal einen Stand verlassen muss. Und man sieht auch ganz deutlich, dass jetzt beide Füße gerade parallel zueinander stehen, also nicht mehr in der Ente. Das ist natürlich für die Stabilität im Körper sehr wichtig, gerade für die Hüftposition. Und er ist, steht aufrecht, dadurch die Veränderung der Schaftkappe. Man sieht es ganz deutlich, da, wenn ihr da mal auf die Schaftkappe schaut, die hat er ganz anders platziert. Die sitzt sehr hoch, die Waffe sehr tief, er muss dann runter. Lieber Höhe gewinnen und gerade stehen, auch wenn dadurch der Anschlag höher wird. Viele denken ja, auch wenn ich so ganz hoch stehe, dann ist der Schwerpunkt noch höher und dann wackel ich. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Ihr steht stabiler, wenn ihr eine gestreckte Position einnimmt, ohne euch zu überstrecken natürlich. Das ist dann wieder die Wiederholung, auch wieder die Höhe und Position der Schaftkappe und der Visierung bestimmen die mittig im Schwerpunkt liegende Kopfablage. Fußstellung und Körperschwerpunkt. Da wurde mir erlaubt, mal ein schönes Bild zu machen. Danke. An der Stelle nochmal an den Protagonisten. Ihr seht ja einmal, steht er nochmal als Ente, also Fußspitzen nach außen, Fersen befinden sich unterm Körper. Schaut euch mal die Schulterstellung an und die Hüftstellung und den Kopf. Wenn wir jetzt eine Linie durchziehen, durch den Mittelfuß sieht man, wie viel Körper sich hinter der Linie befindet und wie viel Körper sich vor der Linie befindet. Wenn wir so stehen, haben wir auch noch, dann haben wir schon ein Problem, weil wir die Schultern so nach vorne rollen. Und wir können keine gute Kontrolle über die Hüfte, über die Hüftposition
ausüben. Und das wird euch bestimmt schon mal aufgefallen sein, wenn ihr euch eingerichtet habt und die Höhe hat gestimmt und so im Laufe des Wettkampfs und ihr denkt nicht an die Hüfte, passiert es einfach mal, die Hüfte geht so nach vorne, flupp, und dann sind die Schultern tief und da und auf einmal ist der Nullpunkt viel zu hoch. Ne? Das hängt daran, dass ihr keine gute Kontrolle habt. Schaut auf eure Füße. Wenn die Fußspitzen einfach auseinanderstehen, ist das nicht gut für die Statik. Und hier sehen wir auch wieder Mitte Fuß. Ihr seht, dass der Kopf viel mehr in der Körpermitte ist. Die Schultern sind mehr. Und es ist ein gleichmäßiges, ausgewogenes Verhältnis vorne, hinten. Ne? Ich habe es dann auch noch mal von oben versucht, grafisch darzustellen. Mit einfachen Mitteln. Ich hoffe, es ist verständlich. Ne? Und da spielt beides eine Rolle. Und das wollte ich euch einfach auch mal zeigen. Ich drehe mal auf die Seite. Also ich habe ja gesagt, Fußstellung, so, Füße sieht man jetzt. Also das ist nicht Schulterbreite. Das ist jetzt, da liegt die Schulter, dann sind zwar die Füße unter den Schultern, und das würden viele schon als Schulterbreite bezeichnen. Aber jetzt pass mal auf, wenn ich mit Ohren dann noch die Füße richtig ausrichten soll. Das kann ich aber ganz viel mit der Hüfte hier machen. Ich kann quasi hier die Hüfte von einer Seite zur anderen schwenken. Ne? Wenn ihr aber die Hüfte, die Füße breiter hinstellt, dass quasi die Schultern zwischen den Füßen liegen, also umfangen, dann habt ihr hier nicht mehr so viel Spielraum mit der Hüfte. Und ihr könnt sie auch nach vorne und nach hinten viel besser kontrollieren und vielleicht sogar so ein bisschen, wenn ihr die Hüfte so nach vorne einkippt, stabilisieren. Wichtig ist es auch, dass ihr Spannung in den Beinen habt. Viele denken immer, man soll so locker dabei stehen und so locker wie möglich. Nein, also wer da locker steht, der fällt ja irgendwann zusammen. Also da muss schon ein bisschen Spannung sein. Also ihr solltet hier Spannung in den Beinen haben, ihr sollt Spannung im Popo haben und ihr sollt Spannung im Bauch und Rücken haben. Nicht überspannen, also nicht anspannen wie verrückt, sondern einfach nur spüren, da ist was, da hält was, das hält mich und ich kann dadurch stabil stehen. So, Vergleiche. Es ist natürlich, Vergleiche sind immer das Beste, mal zu sehen, was ist gut, was ist nicht so gut. Ne? Also hier sehen wir einen Schützen in seinem Uranschlag, sag ich mal, noch nicht verbessert. Ne? Vielen Dank auch nochmal an der Stelle, dass ich da Bilder machen durfte in Büdingen. Liebe Schützen nach Büdingen, es war mir eine Ehre, bei euch zu waren. Ihr habt ein tolles Schützenhaus. Der Schütze sitzt da frontal. Er hat den Kopf zur Seite geneigt, die Schultern nach vorne. Ne? Also er sieht viele Dinge schon, die nicht so sind. Und daneben habe ich einen Schützenfreund, der das erlaubt hat, sich mal fotografieren zu lassen. Vielen Dank an der Stelle auch an den Jürgen. Hier sieht man schon einen sehr ausgewogenen Anschlag. Was gleich ist, ist die Sitzhöhe. Also sie haben schon beide eine gute Sitzhöhe entwickelt. Dann hat man schon ein bisschen Kontakt zu den Füßen. Aber man sieht deutlich, dass auf dem rechten Bild der Schütze die Füße unter den Knien sind. Ne? Sodass die Statik einfach da ist, dass ich Kontakt zum Fuß habe, dass ich nicht nach vorne falle. Er hat einen geraden Rücken, der andere Schütze auch, ne? Aber beim Jürgen sieht man, er ist eingeneigt. Also die Neigung der Schulter und die Position der Hüfte und der Füße passen einfach zueinander. Er hat keine Verdrehung in der Wirbelsäule. Er hat einen lockeren Griff mit der linken Hand zur Handauflage, der Kopf steht gerade, der Blick geht gerade durch. Es ist also eine schöne Schießposition und sieht auch sehr locker aus. Bei dem nebendran, finde ich, sieht ein bisschen gespannt aus. So, noch ein Vergleich. Von hinten jetzt das Ganze gesehen. Da haben wir schon mal umgearbeitet, aber da ist immer noch der Kopf sehr tief. Ja, ihr seht, also die Füße stehen schon anders. Da mussten wir dann nachher noch ein bisschen nachjustieren und die Waffe quasi heben, dass die Schaftkappe tiefer kommt und die Waffe hochkommt und dadurch der Kopf gehoben wird und dann aus dem Panzer der Schildkröte hervorkriecht und dann gerade steht, wie bei dem Schützen nebenan. Ein weiterer Vergleich von oben. Auch eine sehr schöne
Position. Das sieht man auch, wenn er genau guckt, den Rücken runter, sieht man viel Jacke. Das ist immer, wenn man von oben knipst, ein Zeichen, dass da sich was verdreht, dass das noch nicht so optimal ist. Ne? Und hier sieht man von dem unteren Teil der Jacke gar nichts mehr. Das hängt aber nicht daran, dass der Schütze so weit hinten ist, sondern das hängt einfach daran, dass die Eindrehung Füße, Hüfte, Sitz zu den Schultern passt und damit keine Spannung ausgeübt wird, was ganz, ganz wichtig ist für das richtige Atmen nachher. Weil wir wollen ja auch noch atmen und wir wollen ja, dass sich die Waffe auf und ab bewegt. Aber das kommt gleich. Nochmal von oben sieht man auch das rechte Bein gerade unter der Schulter hindurch. Der Fuß steht, die Ferse steht unter dem Knie und das linke Knie und den Fuß sieht man gar nicht, weil er genau in der Flucht zum Arm ist. Ist auch ganz normal, dass man das nicht sieht. So soll das auch aussehen. Mal wieder von der Seite. Die Bauchseite, auch sehr schön zu sehen, wie ausgewogen der Anschlag ist. Hinten noch einmal. Und eine seltene Aufnahme, habe ich ganz selten die Gelegenheit dazu, mal eine Aufnahme von vorne zu machen, mit Blick durch die Visierung. Und dann sieht man auch, wie ausgewogen und locker der Anschlag einfach auch von vorne aussieht. Die Kontrollpunkte für die richtige Position des Sportgerätes im Anschlag. Jetzt geht es wieder an die Basics. Das ist erstens die Schulter und die Schaftkappe. Zweitens die Hand und der Schaft. Drittens Abzugshand und Pistolengriff. Kopf und Schaftbacke. Und das letzte ist die Auflage und der Auflagepunkt der Waffe oder des Sportgeräts. Fangen wir mit 1 an, Schulter- und Schaftkappe. Das Sportgerät wird als feste Verbindung zwischen Schulter und Brustmitte eingesetzt, also nicht axial. Hier sehen wir ein Bild von oben, eine sehr schön angepasste Schaftkappe, sehr nah am Kopf, das ist schon fast auf dem Schlüsselbein, sogar schon drauf. Ich weiß, das ist ein bisschen Aua an der Stelle, aber das kann man auch ganz gut polstern. Also die meisten Jacken halten das aus und man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Hier sieht man auch eine Schaftkappe, eine andere Schaftkappe. Und der Schütze hat auch ausgelagert, also so, dass die Schaftbacke zum Körper geht. Könnte ein bisschen dichter sein, aber geht auch. Der Kopf ist letztendlich gerade und das ist das Wichtigste. Die Schaftkappe wird möglichst auf der gesamten Länge genutzt und stellt damit den wichtigsten Kraftanschluss zwischen Waffe und Schütze dar. Das sehen wir hier. Und beim nächsten Bild sehen wir es doch mal, da habe ich mal so ein bisschen in die Lücke rein fotografiert. Und es wird dem einen oder anderen auffallen, dass die Schaftkappe ein bisschen weniger ist als normal. Das untere Teil fehlt. Also das untere Teil, wir haben es schon ganz viele, haben das abgebaut. Es drückt einfach so sehr in den Brustbereich hinein, dass die Schaftkappe am oberen Ende einfach abheben will. Und wir haben da festgestellt, boah, die kann man auch verändern, die kann man schon noch lang machen, dass man eine große Auflagefläche hat. Man muss sie nicht ganz so kurz machen. Aber das untere Teil ist eigentlich nicht nötig. Und beim Kleinkaliberschießen ganz wichtig, wir brauchen diesen Fortsatz unter der Achsel gar nicht, weil die Waffe hebt ja nicht nach oben ab, sondern wir haben ja eher das Problem, dass wir mit dem Kopf die Waffe runterdrücken und somit sich auch der Nullpunkt verändert und ja, die Schaftkappe einfach nicht so hält. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Kopfablage
so ist, dass sie nicht, dass der Kopf nicht nach vorne gestreckt wird und dann runter geht, weil dann drücke ich die Schaftkappe an der, die Schaftbacke ganz weit vorne. Ich müsste aber eigentlich hier mehr hinten drücken, damit der Druck vom Kopf die Schaftkappe festigt und nicht noch aus dem Körper rauszieht. Deshalb auch die gerade Position des Kopfes in der Körpermitte. Den Kraftanschluss erreicht der Schütze durch passive Zugkraft der Abzugshand am Pistolengriff in Richtung Schulter. Und das ist ganz wichtig auch zu wissen. Ich brauche da schon ein bisschen Kraft. Einfach mal, wenn ich den Anschlag herstelle, wenn ich da stehe, dann ziehe ich auch mal mit der Hand nach hinten, aktiv nach hinten, dass die Schaftkappe hier so richtig fest wird. Und dann lasse ich sie zu einer passiven Zugkraft werden, indem ich die Spannung aus dem Arm rausnehmen, aber die Position der Hand hinten halte. Wenn die Position der Hand nach vorne geht beim Spannung rauslassen, dann habt ihr keinen Halt und keine Festigkeit mehr in der Schulter und dann ist diese passive Zugkraft einfach auch aufgelöst. Also reinziehen, Arm locker machen, Hand bleibt an ihrer Position. Zweitens, Hand und Schaft. Die linke Hand kann entweder unter oder auf dem Sportgerät platziert sein. Ganz eindeutig, ich bin ein Freund von unter. Aus einem folgenden Grund. Ich bin ein Mädchen. Ich halte meinen Arm nicht gerne dauerhaft oben und keiner kann mir erzählen, dass da nicht irgendwie das Eigengewicht des Armes dann doch mal eine Rolle spielt. Ne? Ich habe es gerne, den Griff da unten, dann kann ich nämlich hier mit meinem Oberarm auch mal gerne Kontakt zu meinem Körper aufnehmen und quasi schon den Arm ein bisschen ablegen. Und ich bin dann immer noch mit der Hand vor der anderen Hand, also vor der abziehenden Hand. Was ja ganz wichtig ist, wir dürfen ja nicht nach hinten greifen oder eine Berührung zwischen den Händen erzeugen. Ne? Und somit spare ich Kraft und ich brauche auch nicht ganz so viel drüber nachzudenken, ob meine Hand da unten einen Einfluss hat. Weil das ist ganz wichtig, Vorsicht bei der Handauflage. In jedem Fall soll die Hand spannungsfrei abgelegt werden. Sie übernimmt auf keinen Fall eine steuernde Funktion oder die hält auch nicht die Waffe ruhig. Wenn ich da versuche, ruhig zu halten, erzeuge ich eigentlich das Gegenteil. Das geht mal eine Zeit lang und spätestens beim Abziehen bekommt ihr die Quittung und dann verreist ihr irgendwo hin, weil die Spannung aus dem Körper verschwindet und dann bewegt sich die Waffe einfach zu viel. Drittens, Abzugshand und Pistolengriff. Da haben wir auch. Das Handgelenk ist nahezu gestreckt. Das ist jetzt beim Auflageschießen nicht ganz so einfach, weil wir ja brustmittig auflegen und dann muss die Waffe auch ein bisschen zurück, dass wir noch an die Schaft Backe kommen und natürlich auch an die Visierung. Ne? Wir haben ja ab der Schafteinbettung, ab dem Systemende, wie es jetzt heißt, ne, nur 20 cm bis nach hinten maximal Platz, um den Kopf zu platzieren. Und es soll auf keinen Fall so sein, dass der so weit hinten ist, dass die Visierung ganz vorne ist und ich da ja dieses Loch einfach mehr erahnen kann und meinen Kopf überall platzieren kann, um das da durchzugucken. Es soll schon nah am Auge sein. Auch das soll möglich sein. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, diese Handposition einzunehmen. Große Schützen haben es da viel einfacher als kleine, weil die da einfach viel mehr Raum haben, um noch den Schaft zu verlängern. Bei den Mädels, die so um 1,60 sind, ist das schon eine schwierige Aktion. Dann lieber ein kleinen Knick im Handgelenk akzeptieren, als zu viel Druck in der Schaftkappe oder zu lange Schaftweite. Die Oberarmlinie ist leicht abfallend. Das sieht man schön, dass der Schütze den Oberarm nach unten hat. Die Schulter ist dann locker. Der Pistolengriff wird mit der
Abzugshand mit mittlerer bis hoher Grifffestigkeit umfasst. Das ist auch wieder so ein schönes Thema. Was ist eine mittlere bis hohe Grifffestigkeit? Ich sage dann den Schützen immer, stellt euch einfach mal vor, ihr habt eine 1,5 Liter PET-Flasche in der Hand, macht oben den Deckel ab, habt die so in der Hand, die Flasche ist voll und die muss jetzt so festgehalten werden, dass sie nicht runterfällt, aber auch nicht oben die ganze Blubber rauskommt. Ne? Das ist eine mittlere bis hohe Grifffestigkeit. Für die Handwerker unter euch, ja, wer einen Hammer halten kann und kann einen Nagel einhauen, der weiß, was eine mittlere bis hohe Grifffestigkeit ist. Der Hammer soll einfach nicht aus der Hand fliegen bei einer Rückwärtsbewegung oder bei einer Vorwärtsbewegung. Das ist eine mittlere bis hohe Grifffestigkeit. Die Abzugshand umhüllt oder umfängt den Pistolengriff. Das Sportgerät wird dabei nicht aktiv in die Schulter gezogen, also passive Zugkraft. Ne? Wer es aktiv bis zum Schluss durchzieht, der wird spätestens beim Abziehen bestraft, weil zu viel Spannung in der Hand ist, die sich in den Oberarm fortsetzt, dann geht es in die Schulter rein und dann wird abgezogen und dann wackelt der ganze Körper und man verreist. Ganz einfach. Das vierte, Kopf und Schaftbacke. Der Kopf wird mit seinem Eigengewicht auf die Schaftbacke abgelegt. Kontaktpunkt ist der Wangenknochen. Und der Wangenknochen, den merkt ihr, wenn ihr so mit dem Finger mal so drunter greift, Zähne und dann kommt der Wangenknochen und da will man schon ein bisschen Druck haben. Also nicht nur so anlegen und das war's dann schon. Das ist kein Kontaktpunkt. Der Kontaktpunkt vom Kopf muss auch fest sein und das ist wirklich so Eigengewicht. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Schaftkappe auf der richtigen Position sitzt, dass der Kopf nicht nach vorne gestreckt ist, sondern in der Körpermitte ist und der einfach nur mit einer leichten Bewegung abgelegt werden kann, ohne dabei die Statik im Körper zu stören, dass ich nicht rechtslastig stehe oder spüre, dass ich auf beiden Füßen gut stehen kann. Das ist ganz wichtig. Hier habe ich ein paar Beispiele. Natürlich ist die Schaftbacke auch noch dafür verantwortlich, dass ich einen guten zentrischen Blick habe. Also dass ich Irisblende, also die Iris, den Korntunnel in der Mitte, Korn steht ja dann in der Mitte, und die Scheibe alles auf einer Visierlinie haben kann. Und der Blick gerade durchgeht. Das ist jetzt einfach mal Kleinkaliber. Mit ZF ist das auch sehr schön zu sehen. Bei der Schützin hinten dran der Luftgewehrschütze. Und jetzt noch ein Blick von vorne. Der Kopf wird gerade zur Waffe abgelegt, so gerade wie möglich. Auch hier der Strich quer durch die Augen, dass man das mal sieht. Das zielende Auge steht ein bisschen tiefer. Das ist ganz natürlich, weil der Kopf ja abgelegt werden muss, aber steht noch nahezu gerade. Und das ist ganz wichtig, dass wir das haben, weil wenn wir uns im Raum bewegen, dann laufen wir auch mit dem Kopf so schief rum, sondern wir orientieren uns immer über eine Gerade, über die Körpermitte. Und so haben wir den besten Überblick über den Raum und eine gute Raumwahrnehmung. Also das hier macht auch eine schlechtere Raumwahrnehmung. Und ihr wackelt auch mehr, wenn ihr so steht. Jetzt kommen noch die Schaftbacke. Ist so einzustellen, dass das Ohr, Auge, Visierung auf einer Visierlinie liegen, sodass ein exakt zentrischer Blick möglich ist. Und das sieht man sehr schön, das ist dann am oberen Ohr hängt das, wenn ich die Nase ganz tief mache und dann komme ich beim Ohrläppchen an. Das ist sehr anstrengend für das Auge, weil ich dann immer so von unten nach oben gucken muss. Umgekehrt ist es aber auch doof, wenn ich den Kopf so sehr hebe und habe da einen Kontakt, dann gucke ich immer von oben nach unten. Das ist sehr anstrengend für die Augenmuskeln. Also achtet darauf, dass dieser Blick, wie hier beschrieben, Ohr, Auge auf einer Visierlinie liegen. Ja, und dann kommt noch das Letzte, der Auflageständer und der Auflagepunkt. Ganz wichtig ist es, maximal ausnutzen. Und das Schöne daran ist, wir müssen sogar markieren.
Das Sportgerät wird immer auf der gleichen Stelle des Trägers am Auflagestativ abgelegt. Und da meine ich in der Tiefe, also nach vorne hin gesehen, immer der gleiche Auflagepunkt. Wenn ihr den variiert, dann habt ihr nachher mit der richtigen Atmung ein Riesenproblem, weil das immer anders ist, ne? Und wie gesagt, ist die Auflage länger als 550 mm, was ich empfehle, dann muss der Maximalpunkt markiert werden. Und dann darf ich mir doch einfach mal meinen Punkt markieren. Und dann sehe ich dann rechts und links, der die Standaufsicht sieht, ich sehe es, ich weiß genau, wohin ich gehen darf. Ich gehe dann in der Regel 1 Zentimeter davor und habe dann von der Atmung her nachher immer die gleiche Bewegung hinten und eine minimale Bewegung vorne am Lauf. Und das ist der Sinn des Ganzen. Rechts, links kommen wir noch dazu. So, Nullpunkt systematisch einrichten. Ne? Und ich bin ein absoluter Freund von Schablonen, das werdet ihr merken. Und die schon mal hier im Lehrgang waren oder bei denen ich schon einen Lehrgang gemacht habe, die kennen mich alle. Dann legen wir mal los. Also Auflagestativ mittig vor der Scheibe postieren. Der Strich da durch den Punkt, das ist dann halt das Auflagestativ von oben. Die Auflagehöhe festlegen. Ihr fangt immer mit der gleichen an. Holt die von eurem Stand. Da wisst ihr, wie hoch die Scheibe ist. Ne? Viel trainiert. Ihr trainiert auch ja überwiegend vielleicht an einem Stand oder vielleicht seid ihr in zwei Vereinen. Dann müsst ihr ein bisschen drauf eingehen. Die Scheibenhöhe ist ganz wichtig. Also wir haben da 10 cm Unterschied. 1,40 plus minus 5 cm darf die Luftgewehrscheibe hängen. Bei der Kleinkaliberscheibe ist es sogar noch extremer. Da habe ich 75 cm plus minus 50 cm, ist es 1 Meter. Ich meine, gut, auf 50 Meter ist das jetzt schon deutlich zu sehen, aber da ist der Meter nicht ganz so schlimm. Aber 10 cm ist auch schon ganz viel. Ne? Deshalb fangt immer nach einem Schema an, damit ihr euch ja, die Scheibenhöhe erarbeiten könnt. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, schreibt sie euch auf. Schreibt euch die Scheibenhöhe oder den Eindruck, den ihr hattet von der Scheibe, an fremden Ständen auf, damit ihr nicht immer wieder von vorne anfangen müsst. Unbedingt solltet ihr ein Maßband verwenden, so wie ihr es eben vor dem Schützen gesehen habt. Das muss nur so ein kleines Meter. Ein Metermeter. Es gibt ja 2 Metermeter und es gibt 1 Metermeter. Also ihr braucht da eigentlich nur den 1 Metermeter. Den legt ihr parallel zur Scheibe hin mit dem kleinen Knick hier in 45 Grad. So könnt ihr nämlich auf dem Maßband den Mittelpunkt der Scheibe markieren und dann habt ihr die Möglichkeit, die Füße zu markieren. Da habe ich ja einen Fuß und den zweiten Fuß. Und ich kann dann auch den Meter immer an die gleiche Position zum Auflagepunkt legen, sodass ich immer die gleiche Distanz habe. Das erleichtert mir einfach auch die Stellung zu finden, mich nicht in die Scheibe hineinzulegen oder nicht in das Gewehr hineinzulegen, sondern gerade stehen zu bleiben, weil ich immer den gleichen Abstand habe. Und das ist so, ja, der Start des Ganzen. Und dann weiß ich einfach, wo kommt denn der Körper hin? Und natürlich können die Sitzen schützen. Oh, man sieht gar nicht den Körper in Gelb. Ich muss die Farbe ändern. Huiuiui, den sieht man fast gar nicht. Ich hoffe, ihr könnt es noch gerade sehen. Ne? Also, Schaftkappe sieht man auf der Brust, also mittig der Brust eingesetzt. Der Kopf ist gerade, steht mittig zwischen den Füßen. Es gibt keine Verdrehung. Es ist eine minimale Einneigung. Also keine, man sagt ja immer bis 45 Grad, so viel eingeneigt steht fast niemand mehr. Ne? Also hier sind es vielleicht noch 20, 25 Grad. So, und der Stuhl kann natürlich auch festgelegt werden für die Sitzen schützen. Auch das kann ich am Maßband abmessen, vom Maßband nach hinten. Wo ist mein Stuhl? Wo ist der beste Sitz für mich? Auch das ist beim Sitzen schießen möglich. Ein bisschen schwieriger, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man da auch ein Maßband finden. Und somit habe ich einfach eine Grundlage gelegt. Das stellt euch vor, ihr müsst auch mal den Stand verlassen. Und jetzt habt ihr alles markiert und ihr habt alles festgelegt. Und jetzt ist überhaupt kein Problem mehr für euch.
mal aufzustehen, mal wegzugehen, vorher auf die Füße zu gucken, wie ist das? Ich dachte nicht, dass das die Grundeinstellung so bleiben muss. Es kommt immer darauf an, wenn ihr euch einrichtet, seid ihr morgens am Schießstand, seid ihr mittags am Schießstand, wie ist es, wie fühlt ihr euch? Ich habe mal vielleicht an einem Tag eine stärkere Körperspannung als an dem anderen Tag. Das muss ich alles berücksichtigen, aber jetzt habe ich einen Fahrplan und ich merke diese Dinge viel schneller. Und ich bin kontrollierter in allem. Das ist mein Vorschlag, so vorzugehen und auch ein Maßband zu verwenden. Nullpunkt prüfen. Ui, ich sehe gerade, die Zeit läuft. Nullpunkt prüfen mache ich über die Atmung. Und jetzt fängt es an, jetzt kommt vielleicht für den einen oder anderen mal was Neues. Ne? Das ist eine Seitenansicht von einer Scheibe. Also das Graue ist die Scheibe, Seitenansicht. Den Nullpunkt seht ihr, das ist die Scheibenmitte. Und wenn ich jetzt atme, dann bewegt sich die Waffe. Also ich atme ein, es geht runter, ich atme aus, komme wieder zum Nullpunkt hoch, atme ein, es geht runter, rauf, runter, rauf. Ne? Und so überprüfe ich, stimmt mein Nullpunkt. Wenn ich jetzt mit der Atmung nach oben drüber gehen, aber über diese rote Linie, da will ich eigentlich gar nicht hin. Das ist mein Wendepunkt, diese rote Linie. Wenn ich mich ganz viel da oben aufhalte, dann kann was mit meinem Nullpunkt in der Höhe nicht stimmen. Na? Dann kann es sein, dass ich entweder eine falsche Fußstellung habe, dass ich die Hüfte nicht halten kann, das macht auch viel Variation, dass ich die Schaftkappe falsch eingesetzt habe. Das sind alles Dinge, die ich mit der Atmung überprüfen kann. Na? So, und das ist so der Weg, den eigentlich die Visierung gehen sollte. Aus der Mitte heraus, nach unten, Richtung 6 Uhr. Und dann bewege ich mich beim Ausatmen, kommt die Visierung wieder hoch und läuft wieder in die Mitte. Und ich habe mal gelernt, als Schützin da, wo die Waffe herkommt, will sie immer wieder hin. Das gilt nicht nur für Reinziehen, nein, das gilt auch für Auflageschießen. Am besten fange ich mal in der Mitte an. Dann müsst ihr eine schöne Nullpunktvorkontrolle machen und dann klappt das auch schon. Immer so nah wie möglich in der Mitte anfangen. So, jetzt gehen wir mal zum inneren Anschlag des Stehenschützen. Hallo? Innerer Anschlag. Was passiert da? Oder auf was muss ich so alles achten? Standgefühl gleichmäßig auf beiden Füßen. Das ist gar nicht so einfach. Das kann man vielleicht auch mal ganz gut mit ohne Schuhe und mit ohne Schuhe, sondern ohne Schuhe ausprobieren, wie das Standgefühl auf dem ganzen Fuß ist. Ne? Die Hüfte befindet sich im Mittelpunkt zwischen den Füßen. Denkt an den breiten Stand, wenn er schön breit die Schultern umfängt, dann hat die Hüfte nicht so viel Bewegungsfreiheit. Bein, Gesäß, Bauch und Rücken sind angenehm angespannt, also nicht überspannt, sondern ich merke, ich stehe stabil, ich kann ruhig stehen. Schultern sind entspannt, ganz wichtig fürs Abziehen. Also nicht die rechte Schulter zum Ohr hinziehen. Die Abzugshand umfasst fest den Pistolengriff. Der Druck der Schaftkappe ist deutlich spürbar und fest. Also ich merke, dass ich da nicht runterrutsche. Ganz wichtig. Nachher für die Kopfablage. Die Stützhand liegt spannungsfrei auf. Die Ablage des Kopfes beeinflusst nicht die Balance des Körpers. Der Kopf wird nah dem Mittelpunkt des Körpers mit seinem Eigengewicht auf die Schaftbacke aufgelegt oder abgelegt. Und jetzt kommt das Ganze aus der Sicht des Sitzenschützen. Die Füße haben einen guten Kontakt zum Boden. Ganz wichtig, abhängig von der Fußhöhe. Je tiefer ihr sitzt, normaler Stuhl, dann sitzt ihr schon echt tief und ihr werdet merken, ihr könnt ganz gut die Beine so heben. Wenn ihr das machen könnt, dann ist alles ein bisschen zu locker und jetzt ist mein Bild weg. Ich habe gerade schwarz. Tut mir leid. Kleine Verzögerung. Ah, da kommt es wieder. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe nur die Beine bewegt. So, die Füße haben einen guten Kontakt zum Boden. Alles wieder gut. Das
Die Fersen befindet sich unter den Knie, das haben wir auch schon gesagt. Die Knie fallen nicht nach innen oder außen, stehen stabil ohne große Spannung. Ganz wichtig, wenn die Knie so nach innen zusammenfallen, das ist nicht gut für den Sitz und das ist nicht gut für die Statik im Körper und für den Halt. Sitz auf den Sitzhöckern, ich sage immer da, wo es beim, wenn ihr 50 Kilometer Fahrrad gefahren seid, ne, wisst ihr, wo eure Sitzhöcker sind. Darauf sollt ihr sitzen, ne? Gleichmäßig spürbar. Was die Füße beim Stehen schützen sind, sind die Sitzhöcker beim Sitzen schützen plus den Füßen. Der hat es doppelt schwer, sein Gleichgewicht ordentlich zu halten, aufrecht zu sitzen. Nicht einfach. Der Rücken gerade aufrecht und gestreckt, die Schultern sind entspannt. Der Kopf wird im Mittelpunkt des Körpers mit seinem Eigengewicht auf der Schaftbacke abgelegt. Das ist gleich. Die Ablage des Kopfes beeinflusst nicht die Balance des Körpers, ist auch gleich. Die Stützhand liegt spannungsfrei auf. Und Abzugshand umfasst den Pistolengriff. Der Druck der Schaftkappe ist deutlich spürbar. Also gibt ganz viele Parallelen, bis auf das Sitzen halt. Ne? Atmung. Bedeutung für das Schießen, ganz wichtig. Wir müssen ja atmen, also wir brauchen ja Sauerstoff, um uns am Leben zu halten. Und ganz wichtig, es ist eine Energieversorgung in erster Linie. Dann hat es noch die Erregungskontrolle. Also wir können über die Atmung, ob wir schnell oder langsam und beruhigende Bauchatmung machen können, haben wir natürlich dann direkten Einfluss auf unseren Puls. Ne? Wenn wir schnell atmen und erregt sind, dann geht der Puls hoch. Das wollen wir nicht. Also langsam atmen ist angesagt. Und dann ist es ein Technikelement, der Bestandteil des Schussablaufes. Atmung begleitet Bewegungsabläufe beim der Einnahme des Anschlages. Das ist auch sehr hilfreich. Und es rhythmisiert den Ablauf. So, jetzt unterscheiden wir. Wir unterscheiden zwischen der Brustatmung, Rippenatmung, die ist jetzt rot und ihr werdet es jetzt sehen, jetzt kommt was Grünes oder Blaues, die Bauchatmung und die Zwerchfellatmung. Richtig ist natürlich die Bauchatmung für uns, weil die Merkmale der Bauchatmung sind, Bauch wölbt sich nach außen, die Schultern bewegen sich kaum, das Lungenvolumen wird besser ausgenutzt. Und was ganz wichtig ist, wir verlagern unseren Schwerpunkt nach unten. Kampfsportarten machen das, die müssen einen guten, festen Stand haben, damit sie dem Druck des Gegners Widerstand leisten können. Ich weiß, dass Musiker und Sänger auch eine Bauchatmung haben, damit sie gut stehen und gut singen können, dass Lungenvolumen vollständig ausgereizt werden kann. Und das ist für uns auch wichtig. Weiter unterscheiden wir zwischen, und jetzt kommt's, flacher werden der Bauchatmung. Das ist jetzt hier schön zu sehen. Das ist eine Wellenbewegung, die immer kleiner wird und im Mittelpunkt endet. Und wir haben noch die gleichbleibende Bauchatmung. Da seht ihr, dass die Wellenbewegung anders ist. Jetzt eine schöne Information. Es gibt hier weder falsch noch richtig. Es gibt nur Typen. Also ich sage mal, der eine macht so, der andere macht so. Manchmal ist es einem gar nicht bewusst. Geht mal an den Schießstand beim nächsten Mal und dann probiert ihr einfach mal, was bin ich denn für Atmer? Bin ich ein flacher werdender Bauchatmer oder bin ich ein gleichbleibender Bauchatmer? Alles ist richtig. Aber wichtig ist, dass ihr nicht wechselt, mal so oder mal so macht. Das irritiert sehr. Und im Wettkampf ist das auch ein bisschen hinderlich. So, jetzt kommt meine These. Auflageschießen ist wie Liegenschießen im Stehen oder Sitzen. Ich habe versucht, lass ich mal, warum, ich glaube, das ist mit der Animation. Ja, jetzt sieht man, dass die Kleinkaliberscheibe da sich bewegt. Dann sieht man, die zweimal atmen und dann kommt er zum Mittelpunkt zurück, bleibt stehen. Alles ist gut. Ne? Dann kommt das Abziehen beim Kleinkaliber am linken Anschlag. Ein ganz typisches Bild, dieser Schmetterling, der da zu sehen ist. Jetzt gucken wir, dass das auch noch ist ein bisschen anders wie auf dem Tablet. Ah, da sieht man zwei Atmer auch.
Ich empfehle ja mal drei, aber hier sind nur zwei zu sehen. Der Aufzeichnungszeitraum hat nicht gereicht. Also es ist kein von unten einfach reingehen und in der Mitte festhalten, sondern es ist ein lockeres Atmen, das dann beim Ausatmen im Mittelpunkt der Scheibe landet und dann Halt und Festigkeit erhält. Dadurch, weil es ausgewogen ist und ich nicht über die Scheibe hinweg atme, es bleibt da quasi stehen. Dann Atmung. Oh, ich habe hier nochmal einen Vergleich. Die zweimal atmen, das sieht man mal im Vergleich zu dem anderen. Die Wellenbewegung, die das Ganze macht. Das Schöne daran ist, ich kriege da einfach Halt und Festigkeit. Ich muss da nicht hinziehen und das Gewehr festhalten mit Gewalt, sondern das läuft ganz alleine dahin, wenn ich richtig stehe, wenn ich die Schulter, wenn ich mit dem ganzen Körper so eingedreht habe, dass der Rücken gerade ist. Dann kann ich auch gerade nach oben und nach unten atmen und den Nullpunkt besser bestimmen. Hier habe ich noch den Weg, den die Waffe gehen kann, gezeichnet. Also hinten bewegt sich viel in der Atmung, weil die Waffe ab dem Ablagegeständer nach hinten viel größer ist. Also das ist so diese Wippenbewegung und vorne bewegt sie sich dementsprechend weniger, ne? Und da sollte sich so, ja, ich sage immer, schaut zu, dass ihr mit eurem Korn, mit dem oberen Ende des Ringkorns immer noch Kontakt zum schwarzen Punkt habt. Atmet da nicht so tief runter, dass ihr den schwarzen Punkt vollkommen aus dem Korntunnel verliert. Dann ist der Rückweg schwieriger. Kleine Wege, auch Atemwege, lassen sich besser kontrollieren und besser stabilisieren. Ne? Und jetzt ist es ganz wichtig, und das ist auch schon am Anfang erwähnt, ihr müsst einfach darauf achten, dass ihr diesen Auflagepunkt nahe den 550 mm immer trefft, damit die Atmung im gleichen Maße geschehen kann. Weil wir haben es ja gesagt, nur die Atmung bewegt die Waffe. Mein Körper soll einfach nur hinten still stehen und nichts machen. Der steht da einfach nur. Im Mittelpunkt seines Daseins ist er da und steht vor sich hin. Und wenn ich einatme, geht die Mündung runter. Die Schulter hebt sich minimal, weil ich eine Bauchatmung nutze. Und dadurch kann ich diesen Effekt erzeugen. Ich komme da locker rein, ich weiß, was ich tue, ich sehe das, wie es sich entwickelt und nur so läuft es. Mit dem Körper da rein zu, den Körper da so rein zu pressen und das Gewehr quasi hochzudrücken, ist keine gute Lösung. Und das wird auch in den Wettkämpfen wird sich rächen. Also ihr kriegt das vielleicht 60-70% hin und dann spielt ihr russisch Roulette und der Rest versäbelt ihr. Und so habt ihr eine größere Chance. Ja, Startpunkt. Also da fange ich an zu atmen. So. Das ist jetzt egal, ob ihr jetzt, wenn ihr die Kopfablage macht, ausgeatmet, die Kopf in der Visierung im zentrischen Blick ankommt oder wenn ihr auflegt und dann ausatmet, dann natürlich bewegt sich die Waffe ein Stück nach oben und der sollte dann so nah wie möglich am Zentrum der Scheibe schon sein, also mit 100%, das kriegt man fast nicht hin, aber so nah wie möglich schon, dass ich ein bisschen Orientierung habe, wo kommt es her, da will es auch wieder hin, also dann einatmen. Dann bin ich über den ersten Bogen hinweg, dann komme ich oben wieder an dem ersten Bogen, wo ich wieder die Wände nach unten mache, atme wieder ein, dann nicht so viel ein bei diesem Atembeispiel, nur noch so 2/3 einatmen, dann atme ich wieder aus, bis 1/3 noch in der Lunge ist, wieder einatmen, dann sind wir an dem Punkt, wo jetzt Atmung steht. Da atme ich dann ganz nur noch die Hälfte ein. Und das letzte Ausatmen, ganz, ganz wichtig, ist wie in Zeitlupe. Und das kann ich auch schon vorher ein bisschen verlangsamen.
damit ich langsam mit der Visierung zum Nullpunkt hinkomme und nicht bremsen muss. Ich sage immer ganz gerne, das ist wie beim Einparken. Ihr fahrt ja auch nicht voll Karacho auf die Hecke zu und macht eine Vollbremsung. Das wird nicht gut gehen. Dann seid ihr entweder drüber oder es wackelt ganz manierlich. Deshalb schleicht euch mit dem letzten Ausatmen an den Nullpunkt ran. Und wenn ihr fast den zentrischen Blick habt und das in der Mitte steht, den Atemstopp ist die Bremse, 2/3 maximal ausatmen, 1/3 bleibt noch in der Lunge, damit ich noch ein gutes Restvolumen habe, um diese 3 bis 9 Sekunden zielen zu können. Und dann kann ich abziehen. Ganz wichtig ist es dabei, 1/3 bleibt drin, ein Restvolumen habe, dass ich noch ein bisschen Sauerstoff verbrauchen kann. Und ganz wichtig ist es, dass ich während der Atmung, also in der Zeit, wo ich diese gleichbleibende oder flacher werdende Bauchatmung mache, in der Zeit das Korn sich so geradlinig wie möglich von der Mitte nach unten bewegt. Und in der Zeit beobachte ich nur, bleibt mein Korn nahezu mittig in der Iris. Also bin ich vom Blick her eher nach hinten gerichtet, so bis maximal Korntunnel. Und dann sehe ich hinten auf 10 Meter sehe ich den Punkt, wie der rauf und runter geht. Das kann ich noch prima wahrnehmen, aber mein Fokus liegt da eher, bleibt der Korntunnel mittig in der Iris. Ne? Und das ist ganz wichtig, damit ich nachher, wenn ich das Zielbild fast optimal habe und den Atem stoppe, das Korn so ein bisschen nachsackt, das Auge umschalten kann und ins Feinzielen geht. Dann habe ich aber so lange vorher beobachtet, was mit dem Korn in der Iris ist, dass ich es nicht verklemmen kann. Ihr kennt das, macht einen riesen Unterschied. Wenn ihr mit einem verklemmten Korn schießt, dann denkt ihr immer, oh, das ist ja alles toll. Ich habe ja das, ich habe ja die Scheibe mitten im Korn. Dabei ist die Iris irgendwo anders oder der Korntunnel steht nicht mehr mittig in der Iris. Der zentrische Blick ist nicht mehr und ihr habt eine Schussverlagerung. Fragt euch immer, hä, wieso ist denn das jetzt passiert? Ne? Also zuerst beobachtet das Auge nur und das ist auch ganz, eine ganz wichtige Tätigkeit. Und dann machen wir ein Feinzielen. Dann sind wir aber gewiss, dass da alles mittig ist und dann haben wir auch Zeit, 3 bis 9 Sekunden zu stehen. Und das macht einen Unterschied. Das entlastet das Auge, das entlastet das System und in der Regel seid ihr dann auch ganz flott. So, meine Stunde Redezeit ist vorbei. Ich habe 5 Minuten überzogen. Ich hoffe, ihr habt viele Informationen erhalten. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dabei wart. Mir hat mein erstes Webinar echt viel Spaß gemacht. Meine Anfangsaufregung hat sich echt gelegt. Und ja, noch ein paar Sachen für den Deutschen Schützenbund. Ihr findet Lehrgänge rund ums Auflageschießen auf der Webseite vom Deutschen Schützenbund. Hier habe ich euch mal einen Link schon parat gemacht. Wir haben Luftgewehrauflage-Lehrgänge. Wir haben Luftgewehrauflage mit SCAT. Also da könnt ihr Technik mit SCAT erarbeiten. Wir haben Kleinkaliber-Auflage-Lehrgänge. Dann auch das Gleiche auch wieder mit SCAT. Neu dieses Jahr war, und da hatten wir einen unglaublich hohen Zuspruch, Luftgewehrauflage mit Schwerpunkt Mentaltraining. Und wir führen dieses Jahr neu, für das nächste Jahr schon, Augentraining in Theorie und Praxis am Schießstand für Luftgewehrauflage ein. Das wird unser erster. Im November wird der sein, ja. Und wir haben noch einen extra Lehrgang, weil der Zuspruch so hoch war mit dem Mentaltraining im Oktober, ne? Ja, genau so ist das. Und wenn ihr hierher kommen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielleicht sagt ihr aber, okay, ich will gar nicht so weit fahren oder ihr habt ganz viele, wo dahin möchten. Natürlich kann ich auch zu euch kommen, wenn ihr Training im eigenen Verein haben wollt. Ich habe euch hier mal meine E-Mail-Adresse und meine Website hinterlegt und ich würde mich freuen, euch hier oder bei euch am Schießstand begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne freue ich mich jetzt auf die Fragerunde.
Ja, Iris, vielen Dank für deinen Input und für deine ganzen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Das erste Webinar ist doch somit erfolgreich erledigt und es hat ja sehr gut funktioniert. Vielen Dank dafür. Es kamen auch schon einige Fragen und ich würde sagen, wir legen direkt los. Die erste Frage, die aufkam, ging Richtung Puls und Herzschlag kontrollieren, vor allem wenn man aufgeregt ist. Denn die Frage hieß, wie kann ich den Puls und Herzschlag kontrollieren bzw. beeinflussen, sodass er ruhiger wird, wenn man im Wettkampf aufgeregt bin, weil es oftmals ein starkes Problem ist, dass man dann sehr stark zittert und wie könnte man generell ruhiger werden, dass man nicht mehr so doll zittert. Hast du da Tipps? Ja, meine Generalregel, also meine Generalübung ist es einfach die beruhigende Bauchatmung. Also ich stelle mir dann immer vor, ich erstens mal ein schönes Bild schaffen. Ich stelle mir immer vor, ich gehe durch den Wald. Das ist für mich eine ganz beruhigende Erfahrung. Und dann einfach die beruhigende Bauchatmung ist ganz einfach. Ich stelle mir vor, ich laufe oder ihr stellt es euch in Sekunden vor. 4 Sekunden einatmen, 5 Sekunden ausatmen. 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden wieder einatmen, 7 Sekunden ausatmen. Das muss man ein bisschen üben. Und wenn ihr vorher und nachher mal einen Puls vergleicht, werdet ihr relativ flott feststellen, dass das eine schöne Übung ist. Also das ist die einfachste Übung und von mir auch in allen Lebenslagen angewendet. Auch heute habe ich das getan, bevor ich hier geredet habe. Sehr gut, das ist doch ein sehr praktikabler Tipp und wir haben ja gemerkt, dass es geholfen hat, weil deine Aufregung hat Ja, ja gar nicht angemerkt, schön. also funktioniert. Ja, dann kamen ein paar Fragen in Richtung der Kleidung und zwar zunächst zur Schießjacke. Würdest du für sitzend aufgelegt eine Kurzarm- oder eher eine Langarm-Schießjacke empfehlen? Also ich bin ein Freund von Ärmeln. Das kommt vielleicht auch daher, dass ich früher Freihandschütze war. Natürlich habe ich auch Auflage geschossen, sonst hätte ich ja die ganzen Erfahrungen mit sammeln können und mit den anderen reden können. Aber ich finde es, wenn man jetzt mal bedenkt, was die Schießjacke für eine Aufgabe hat, ne? Also die Schießjacke ist eigentlich für den oberen Teil des Körpers verantwortlich. Der Rücken spielt nicht mehr so eine riesengroße Rolle. Und wenn ich die einhalte, also diese 7 cm Überlappung vom Knopfloch über den Knopf hinnehme, dann ist die hier auch sehr weit. Muss auch sein, damit ich eine Bauchatmung haben kann. Und generell, ob das jetzt ein Stehend- oder ein sitzend Auflageschütze ist, bin ich für Ärmel, weil immer wenn ich Ärmel habe, dann spanne ich quasi durch diese nach vorne Bewegung der Arme hier hinten. Die Schulter, das sieht man schon im normalen T-Shirt, ne, das hängt so ein bisschen am Körper. Und das wird natürlich durch die Ärmel verstärkt. Das soll kein Pressen werden, aber das erzeugt einen schönen Halt, einen schönen Druck. Also deshalb eindeutig, ich bin ein Freund von Ärmeln. Aber wer es nicht mag, ist auch nicht schlimm, ne? Auf jeden Fall sitzend kürzer, damit man die Bauchfreiheit hat und hinten nicht zu lange, damit sie auf keinen Fall auf den Sitz aufstößt. Es macht nur Probleme und ihr habt nachher Ärger mit der Standaufsicht und hin und her. Vermeidet sowas, ne? Also dann lieber eine kürzere Jacke oder abschneiden lassen, geht auch mal. Ja? Das ist dann sehr pragmatisch, aber funktioniert ja auf jeden Fall. Genau, es gab noch eine weitere Frage zur Schießjacke und zwar tritt dort das Problem auf, dass seitdem die Person sitzend auflegend schießt, das Gewehr mal ganz langsam an der Schießjacke runterrutscht. Wird da was falsch gemacht oder wie kann das sein? Woher kommt das? Hast du da vielleicht gerade einen Tipp parat? Ja, es gibt da ganz viele Ursachen dafür. Das hängt in erster Linie an der Schaftkappe. Da muss man einfach mal gucken, dass die Schaftkappe richtig zum Körper geneigt ist, ne? Dass die nicht so gerade steht. Dass unten vielleicht das letzte Stück auch noch abgemacht wird, damit die Schaftkappe nicht so lang ist, dass sich dieser Druck so wegsetzt, dass hier oben der Halt weggenommen wird, dann natürlich achtet darauf, ist der Kopf nach vorne
abgesetzt oder ist der in der Körpermitte abgesetzt? Das spielt auch eine Rolle. Und dann kann es natürlich auch sein, dass der Anti-Rutschbelag hier vielleicht schon, sagen wir mal, glatt geschliffen wurde in den letzten Jahren. Auch das spielt eine Rolle. Und ja, die Gestaltung der Schaftkappe ist eigentlich das größte Hindernis. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr eine Schaftkappe wählt, die man an verschiedenen Punkten einfach schön anpassen kann. Das waren die Fragen zur Jacke. Jetzt kommen wir zur Hose. Ja. Als Sitzenschütze macht es Sinn, auch unter der Oberhose noch eine lange Unterhose zu tragen? Oder ist als Sitzenschütze? Ja. Ja, wenn er kalt hat. Okay, also wenn es kalt ist, dann kann man auch noch tragen. Macht nicht wirklich Sinn, aber das mag. Sehr gut. Und generell kam die Frage, ist eine Schießhose wichtig und ist es sogar unterstützend beim Auflagenschießen? Beim Auflagestehen schießen auf jeden Fall. Also ich sag mal, die Schießhose im Gegensatz zur Jacke, also die Schießhose hat die Aufgabe, hier den Lendenwirbelbereich zu unterstützen. Die Beine spielen da nicht so die große Rolle. Aber wenn ich hier eine Hose anhabe, die mir hier schon Halt bietet, dann habe ich natürlich in dem Bereich hier viel mehr Kontrolle über die Positionierung der Hüfte. Und die bringt schon was an Halt und Festigkeit. Und dadurch, wo ich dann die Hüfte so ein bisschen nach vorne verlagere, habe ich auch oft über die Beine so das Gefühl, dass die Hose anliegt. Das ist auch sehr angenehm. Auf jeden Fall, wer eine Schießhose hat, soll sie auch anziehen, wenn sie noch passt. Also Auflageschütze oder Freihandschütze macht keinen Unterschied. Der Effekt ist der gleiche. Mhm. Gut. Weg von der Kleidung hin zum neuen Thema. Welche Visierung empfiehlst du für das Auflagenschießen, sowohl Diopter wie auch fürs Korn? Irisblende, auf jeden Fall. Mhm. Also wer keine Irisblende hat, der kann die Tiefenschärfe nicht richtig einstellen. Das ist, sag immer, das ist Fahrradfahren ohne Lenker. Also da ist man so sehr belastet durch das Auge. Auf jeden Fall eine Irisblende. Ein 20-Klick-Diopter ist absolut ausreichend. Also auch wenn ich sehr, sehr gut bin, will ich noch meinen Schuss, ich sage immer Pippi Langstrumpf, wenn ich nicht sofort weiß, von wo der Fehler kommt, ich aber drei Schüsse in die gleiche Ecke setze, dann drehe ich auch mal. Ne? Und da ist es wichtig, dass ich dann nicht so grob drehen muss. Also so ein 10er-Klick ist schon ein bisschen arg grob. Ich würde auf jeden Fall schon mal einen 20er-Klick bevorzugen. Und ich würde darauf Wert legen, dass wenn ich eine Verkantung in der Waffe habe, auch die Verkantung in der Visierung wieder wegnehmen muss, dass ich immer in der richtigen Achse drehe, damit ich nicht schief drehen muss. Also die meisten Schützen wissen jetzt, von was ich rede. Also dass wenn ihr von hoch tief dreht, dass der Schuss sich dann gerade nach unten bewegen kann und nicht, dass die Diopter quer steht und ich hier drehen muss und dann nochmal von der anderen Seite drehen muss, also von rechts, links, damit der Schuss mittig ist. Ne? Das ist natürlich bei dieser Feinjustierung ein riesen Nachteil. Bei dem Korn, natürlich müsst ihr da auf, also jetzt mal im Luftgewehrbereich, da müsst ihr echt Rücksicht auf euer Auge nehmen. Wir sind nicht mehr so leistungsfähig. Ab dem 40. Lebensjahr nimmt dieser Prozess den Anfang und dann brauche ich viel Licht vorne und da sind diese neuen Korntunnel, wo so Glas so ein bisschen durchlässig sind da ganz gut. Auf jeden Fall ein 22er Durchmesser, weil der mehr Licht reinlässt. Adlerauge ist sehr individuell. Ich finde beim Luftgewehrschießen 0,75 schon ein bisschen arg. Dann kommt es mir immer vor, als könnte ich schon rein mit dem Korntunnel mein Ziel erreichen. Also 0,5, aber dann ein ausgeglichenes Verhältnis auf jeden Fall. Korn, Dicke und der Lichthof zwischen dem Innenkorn und der Scheibe, also das Weiß um das Schwarz herum, sollten annähernd gleich sein, also gleich dick sein, also nicht so ganz nah mit dem Korn an das Schwarz ranrücken, weil dann
wird man schnell mal krampfig, gerade im Wettkampf, wenn es heiß hergeht, man vielleicht doch ein Ticken mehr wackelt als sonst. Und wenn man da immer anschlägt, ist es doof. Ja, und ansonsten, ey, wir haben so viele Möglichkeiten heute. Wir können eine Duplex benutzen für jemanden, der nicht mehr so nach hinten akkumulieren kann. Also da gibt es ganz viele Sachen. Aber ich denke, das Wichtigste ist jetzt gesagt, Iris-Blende ist mir ganz wichtig. Ausgeglichen, ausgeglichenes Verhältnis, Korn, Scheibe sollte sein, nicht zu klein. Es gibt heute ganz tolle Tabellen, was das... die Korngröße zu die Korngröße zum zur Lauflänge und zum Adlerauge gibt. Da gibt es ganz tolle Tabellen. Richtet euch danach, werdet nicht zu klein. Guckt, wie lange die Visierlänge ist und dann seid ihr schon auf einem guten Weg. Es kam auch noch eine etwas spezifische Rückfrage. Verhält sich die Visierung anders oder was ist generell ratsam bei der Visierung von Diopter und Korn, wenn man eine Hornhautverkrümmung hat oder gibt es da gar keinen Unterschied? Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall würde ich bei einer Hornhautverkrümmung immer zu einer Brille tendieren. Ich bin sowieso ein absoluter Freund von Brille, weil ich damals schon beim Freihandschießen erkannt habe, wenn ich meinen Kopf absetze und dann ist mein Brillenglas, wenn das exakt vorher ausgerichtet war und dann sehe ich mein Brillenglas im Verhältnis zu der Irisblende vom äußeren Rand her und wenn ich dann gesehen habe, oh, das steht gut dahinter, dann wusste ich schon mal, mein Kopf ist richtig. Ne? Dann kommt hinzu, wenn ich eine Hornhautverkrümmung habe, das sind ja keine Dellen in der Hornhaut, sondern das ist eine, normalerweise habe ich so, die Hornhaut ist so eine Kuppel vorm Auge. Ne? Und wenn ich eine Hornhautverkrümmung habe, ist diese runde Kuppel, dieses Halbrund, ist dann so ein Football. Und dieser Football, der ist nach einer Richtung geneigt, rechts oder links. Und das ist die Gradzahl, die bei eurer Brillenstärke dann angegeben wird durch die Hornhautverkrümmung. Und die muss stimmen. Und wenn ich jetzt meine normale Brille auch habe, ich habe eine Hornhautverkrümmung, wenn ich meine Brille auf habe und ich bewege mich im Raum, egal wie ich den Kopf lebe, mein Kopf und meine Brille sind eins und mein Brillenglas ist immer optimal vor meinem Auge. Wenn ich jetzt dieses Monokel direkt an der Visierung anbringe, dann ist das Brillenglas an meiner Waffe angebracht, an meinem Sportgerät angebracht. Und wenn ich da in Anschlag gehe und ich habe den Kopf nicht hundertprozentig in der richtigen Achse zu meinem Brillenglas, dann kommt es gerne auch mal zur Verschiebung des Schussbildes, das man überhaupt nicht verstehen kann. Also wenn ich so den Kopf halte und das Brillenglas steht gerade, und dann habe ich einfach eine Verschiebung. Deshalb auf der sicheren Seite bleiben. Alle, die eine Hornhautverkrümmung haben, sind viel besser aufgestellt mit der Brille. Bei den anderen spielt es keine große Rolle. Da muss man sich einfach reinfuchsen, wie weit man mit dem Auge von der Visierung weg ist. Es kam noch eine Frage zur Visierung. Derjenige möchte die Visierung ein wenig nach links auslagern, so circa 1,5 cm, da er den Kopf schräg hält. Wohin muss genau nach erfolgter Einstellung am Diopter gedreht werden? Ja, das weiß ich auch nicht. Das müsst ihr ausprobieren. Und dass es wieder in die Mitte trifft. Aber da, normalerweise hast du so ein breites Spektrum, dass das überhaupt nichts ausmacht. Und das Gleiche passiert dir ja auch, wenn du eine Visierlinienerhöhung nimmst. Ne? Also dann hast du es nach oben. Und ich sage immer, wenn du da noch 30 Knack Platz hast, nach links oder rechts oder nach oben oder unten, bist du immer auf dem richtigen Platz. Aber einschießen musst du es. Und das ist jedes Auge anders. Da muss man einfach sich mal ausprobieren. Ne? Aber okay. Mit einem normalen Diopter ist das ganz gut möglich. Ne? Aber eine gute Idee, auszulagern. Sehr gut. Du hast ja eben eine Tabelle gezeigt. Magst du vielleicht verraten, wo es die gibt? Ich glaube, ich habe die von Adlerauge. Das ist Kornoptik Adlerauge. Ich glaube, bei Gehmann gibt es auch sowas zu finden. Danke für den Einfach mal im Internet recherchieren. Ich habe sie auch gefunden. Und wenn ihr gar nichts findet, schreibt der Sarah, dann werde ich euch den Teil meiner Präsentation, einen Screenshot davon machen und euch zuschicken.
Genau, aber im Zweifel, Google ist da immer ein guter Google Helfer. Ist immer gut. Ja, es kam eine Rückfrage zum Korn. Das lieber rund oder viereckig? Auf jeden Fall rund. Das Auge liebt Harmonie. Also rund, rund, rund ist einfach schön fürs Auge. Rundeckig, rund. Boah, war ich noch nie ein Freund davon. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich, ja, wenn ihr damit klarkommt, der die 10 trifft, hat recht, sage ich dann an der Stelle immer. Ich sage immer, schaut mal zu, ob es auch im Wettkampf immer noch so gut klappt wie im Training. Wenn das nicht der Fall sein sollte, überdenkt es mal. Aber ich bin rund, 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 ganz eindeutig. Sehr gut. Ja, wir wechseln das Themenfeld. Und hier kam die Frage auf, was ist bei größeren Schützen besonders zu berücksichtigen? Bei der Person war es jetzt die geneigte Haltung, die immer vorhanden ist, da die Spiegelhöhe in der Regel ja nicht änderbar ist. Also was muss bei größeren Schützen besonders berücksichtigt werden? Oh. Ja, das ist im Einzelfall immer schwierig so zu sagen. Ne? Also ich habe schon auch mal hier Schützen an der 2-Meter-Grenze. Ich weiß, dass es da schwierig ist und normalerweise soll die Waffe oder unser Sportgerät so parallel vor uns liegen. Das ist bei großen Schützen nicht ganz vermeidbar, dass ich quasi bergrunter stehe. So wie es im Sitzen schießen, wenn ihr euch das anguckt, berghoch geht. Weil das einfach, die sitzen tiefer als die Scheibenhöhe ist, ist eigentlich unschädlich, weil es ist ja nicht so wie beim Freihandschießen, dass die Waffe sich gerade nach unten bewegen soll. Wir haben ja hier einen Drehpunkt und dann ist das, ich habe dann ein Spektrum, wo es dann in der Richtung geht. Aber es gibt viele, ne? Also achtet darauf, trotzdem, dass ihr eine gerade Position habt, dass ihr euch nicht klein macht. Klein machen bringt nichts, das bringt immer wieder ganz viel Körper mit rein. Ich will nur durch die Atmung meine Waffe bewegen. Und das schaffen auch große Schützen. Danke für die Ausführung. Bei den Hockerschützen war jetzt immer wieder auf den Bildern zu sehen, dass mindestens ein Fuß über der Feuerlinie steht. Ist das sehr schön. Auf die Frage habe ich gewartet. Es gab schon heiße Diskussionen, wurde geschrieben. Ja. Also laut Aussage vom Herrn Funier, den ihr als Schützen wahrscheinlich alle kennt, weil der der Herr der Regeln ist. Ne? Hier am Schießstand live in Wiesbaden habe ich den gefragt, ja, was ist denn? Und er hat gesagt, für die Sitzenschützen ist es erlaubt, dass ein Fuß über die Linie drauf treten darf. Wenn sie frontal stehen, sogar beide, ist erlaubt. Bei den Stehenschützen ist es nicht erlaubt. Manchmal ist es auch gar nicht möglich, anders zu schießen, aus statischen Gründen, weil sonst müsste ich die Füße anziehen. Weil die Auflage gehen wir jetzt mal einfach auf den Stand Dortmund, Deutsche Meisterschaft ein. Da ist die Brüstung und dahinter steht das Auflagestativ. Ja, wo sollen die mit den Füßen hin? Also abheben können sie nicht, abschrauben geht auch nicht. Also die müssen dann auf die Linie stehen dürfen. Das sind sie jetzt endlich dahinter gekommen und akzeptieren das auch. Also die sitzend Auflage schießen, schützen, dürfen drüber treten. Eindeutig. Fragt gern den Herrn Funier, fragt auf jeden Fall bei der Deutschen Meisterschaft nach. Ihr werdet diese Antwort bekommen. Sehr gut. Soll man denn, also es gab eine weitere Frage zu den sitzenden Schützen, soll man bei der Höhe des Hockers ans Limit gehen oder lieber etwas tiefer? Also ich finde, es muss ausgewogen sein. Und wenn wir uns die Tabelle anschauen, ich habe sie mir hier ausgedruckt, die ist dann von der Kniehöhe, fängt das bei 30 cm Kniehöhe, darf ich eine maximale Sitzhöhe von 34 cm haben. Und wenn ich 67 habe, also dann sind das hier nur 4 cm und hier sind es bei 67 cm Kniehöhe 75 cm, das sind schon 8 cm, also das ist schon massiv, ne? Ich finde, genauso wie es Maximum nach unten, also normaler Stuhl,
nicht so optimal. Es ist auch oft das Maximum nach oben nicht so optimal. Wichtig ist es, dass ihr so hoch sitzt, dass ihr eure Füße spürt. Ich kann das jetzt ganz schlecht hier nachmachen, ne? Dass ihr eure Füße spürt. Und wenn ihr ganz wenig Druck auf den Füßen habt, dann könnt ihr die richtig gut aufheben. Dann ist das nicht gut, der Druck, ne? Also es sollte schon eine Sitzhöhe sein, wo ein bisschen Schräglage zu merken ist. Und ich merke, boah, das ist schon schwer, denn jetzt den Fuß vom Boden zu kriegen. Ne? Beides ist aber entscheidend. Sitz auf den Sitzhöckern und den Kontakt zu den Füßen. Aber immer ans Limit zu gehen, finde ich nicht immer prickelnd. Kann dem einen oder anderen gut tun. Das ist sehr individuell. Es kam viele Fragen zu dem Thema Anspannung, also wie angespannt sollte man sein, und da kam auch die Frage auf, locker im Anschlag und trotzdem angespannt, wie soll man das verstehen? Im Pistolenbereich spricht man von Stützfläche, wenn man den Schwerpunkt in der Mitte halten möchte, ist das im Gewehrbereich anders? Ich bin kein Pistolenschütze, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, mit wie viel Spannung die da stehen. Aber beim Freihandschießen jetzt mal gesehen, ist es schon so, dass ich eine gewisse Spannung in den Beinen haben muss. Weil wenn ihr so da steht und ihr so rumsteht und dann keine Körperspannung habt, dann fängt ihr von automatisch an zu wackeln. Ne? Wenn ihr aber eine gewisse Körperspannung habt, und das übe ich komischerweise heute noch überall, also wenn ich an der Wursttheke stehe, dann sage ich mir immer, da stehe ich immer in Schulterbreite da, ne? Und dann habe ich die Beine und Po ein bisschen angespannt, dann denke ich immer, stillstehen, das übe ich heute noch, ist ganz lustig. Ne? Und das klappt nur mit ein bisschen Spannung in den Beinen. Wenn ich keine Spannung drin habe, ist wenig. Dann habe ich ja noch mein Steuerelement, ich gehe mal, hüpfe mal hier rüber, mein Steuerelement der Spannung sind die Fußspitzen. Wenn ich natürlich ein bisschen breiter, hier ist ein bisschen rutschig, ist für meine Schuhe nicht so gut, also steht dann, rutscht dann gerne auseinander, aber wenn ich jetzt zu viel Spannung im Oberschenkel habe, dann gehe ich auch mal gerne hin und setze die Fußspitzen etwas nach außen, nicht zur Ente werden, aber dann kann ich hier ein bisschen Druck wegnehmen, aber ganz ohne Druck bringt gar nichts, ne? Also ich mag ja da kein Gummimenschen sein, ich will schon ein bisschen Wumms haben, ne? Muss sein. Bisschen Körperspannung, ohne geht's nicht. Ja, dahingehend geht auch die nächste Frage, und zwar lautete diese, ist es richtig, dass beim Auflagenschießen im Vergleich zum Freihandschießen mit wesentlich mehr Körperspannung und Kraft gearbeitet wird? Beim Freihandschießen soll ja möglichst in völliger Entspannung geschossen werden, außer natürlich die Chorspannung. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen ausgeführt, also ist diese Aussage zu bestätigen? Also mit Kraft geht gar nichts. Ich will eine Grundspannung haben, dass ich meinen Körper aufrecht halten kann und dass ich schwankungsfrei stehe. Das ist mein Ziel. Mit Kraft heißt auch immer, auf die Waffe einzuwirken, auf das Sportgerät einzuwirken. Und das will ich auf gar keinen Fall. Ich will nur durch die Atmung meine Mündung bewegen, immer im gleichen Zeitraum. Das kann nicht. Also hier ist Spannung, bis da Bauchrücken, und ab hier ist es quasi locker. Da habe ich eine lockere, entspannte Körperhaltung, damit meine Schultern hier nicht pressen. Wenn ich hier Spannung habe im oberen Bereich, im Brustbereich und im Schulterbereich, dann schneide ich mir ja quasi hier über den Nacken hinweg die Sauerstoffversorgung ab, wenn ich da reinquetsche und so mache. Ne? Unten Spannung, oben locker, aber nichts geht mit Kraft. Kraft ist nicht notwendig. Ist ja das Schöne auch beim Auflageschießen, deshalb kann man das ja so lange machen. Sehr gut. Zur Atmung kam die Frage, biologisch machen Frauen eher eine Brustatmung, sollte man das neu entwickeln? Ja, auf jeden Fall. Brustatmung macht ganz viel mit dem Körper. Wenn ich es mal vorführen darf, Bauchatmung geht, also wenn ihr mal die Hand auf den Bauch legt, euch hinstellt, im Stehen geht das natürlich viel besser als im Sitzen, aber auch im Sitzen geht es. Ne? Deshalb sitze ich ja auch aufrecht und ihr atmet in den Bauch hinein. Dann bewegt sich der Bauch nach vorne weg und ihr merkt, dass die Schultern recht stabil stehen. Wieder ausatmen. Erstmal wieder einatmen, Bauchatmung. Mache ich das Ganze mit der Brustatmung,
Seht ihr schon, wie die Schultern sich heben und wieder senken? Das macht ganz viel Alarm in der Waffe. Will ich gar nicht. Also Bauchatmung auf jeden Fall. Mehrere Vorteile. Ich habe ein viel höheres Lungenvolumen, weil ich bis ganz nach unten in alle Bronchien hineinatme. Ich habe ein größeres Lungenvolumen. Ich habe den Körperschwerpunkt niedriger gesetzt. Es fällt mir einfacher, ruhig und still zu stehen, auch im Atemstopp nachher, weil ich eine gewisse Körperspannung habe, die um den tiefer gelegten Schwerpunkt hat. Das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall antrainieren. Das geht in jedem Alter. Es kam noch eine weitere Rückfrage zur Atmung, und zwar, ob du noch mal ausführen könntest, wie viel sind 2/3 Einatmung? Ja, das ist das Schwierige. Das sind diese Prozentzahlen. Ihr dürft nur so viel ausatmen, dass ihr noch das Gefühl habt, nicht alles ausgeatmet zu haben. Wenn ihr alles ausatmet, werdet ihr es schnell feststellen. Dann habt ihr sofort Spannung im Körper und ihr habt das Bedürfnis einzuatmen. Das ist, stellt euch mal vor, ihr habt getaucht früher oder heute immer noch, ihr geht mit dem Kopf unter Wasser und taucht eine Zeit lang, ihr habt vorher viel Luft geholt, ne? Ihr kommt mit dem Kopf nach oben und dann macht es, ne? Also diesen Prozess, den sollt ihr einfach vermeiden, ne? Also ob das jetzt 1/3 oder 1/4 oder nicht alles ausatmen, dass ihr nicht in diesen Atemreflex reinkommt und dass ihr immer noch genug Volumen in der Lunge habt, um 3 bis 9 Sekunden Atemstillstand auszuhalten, damit das Auge gut sehen kann. Das ist eine Theorie. Also da müsst ihr euer eigenes Gefühl dafür entwickeln. Ich kann das von außen auch gar nicht sehen. Der hat jetzt so viel eingeatmet. Auch das müssen wir dann mit Gefühl uns rantasten. Ja, Theorie ist ja immer gut, aber ausprobieren funktioniert ja meistens dann doch am besten. Eine weitere Frage zu diesem Themenbereich, ob du vielleicht einen Tipp hast, und zwar ist die Frage, was mache ich falsch, wenn ich nach dem Atemstopp nach rechts und nach links wackele? Meistens zu viel Körperaktion davor. Dann hält man an und dann geht die Bewegung entweder konträr weiter oder schwingt wieder zurück. Das ist wahrscheinlich ein Stellungsfehler und ein Verhaltensfehler. Was macht man falsch? Ferndiagnose, ich sehe den Schützen nicht. Also das kann ganz viel sein. Kann aber auch nur ein Piepschen sein. Ne? Also such doch mal einen Lehrgang. Kommt einfach hierher. Die Termine sind ja jetzt bekannt. Also oder wo man sie einsehen kann. Sehr gut. Noch eine Frage dazu. Und zwar, es ist die Angst vor dem letzten Schuss. Lässt sich das durch Atmung bewältigen? Was ist deine Einschätzung dazu? Die Angst vor dem letzten Schuss, ja. Das ist die Angst vor dem ersten. Die Angst, den letzten in der Serie zu schießen. Ganz ähnliche Probleme. Mein Tipp ist es, das könnt ihr im normalen Training nicht trainieren. Kommt aus eurer Komfortzone, nicht immer nur im stillen Kämmerlein trainieren und vor euch hin dümpeln und dann mal 30 Schuss zählen. Nein, macht mal ein Wettkampftraining, legt vorher fest, heute komme ich zum Schießen eines Wettkampfes an den Schießstand, dann habe ich einen höheren Druck und nur da ist es mir möglich, einfach auch mal rauszufinden, was tut mir gut. Ist das jetzt ein Problem der Atmung? Setze ich anstatt einmal 10-mal ab? Sagt ja keiner, mit einmal absetzen ist es getan. Welche Mittel kann ich anwenden oder welche Strategien kann ich entwickeln und anwenden, damit das klappt? Das gibt kein Pauschalrezept dafür. Trainieren, den Schluss trainieren, unter Höchstleistung trainieren, sich mal richtig quälen und sagen, okay, ich muss jetzt eine 10, was weiß ich schießen, kommt immer auf den Leistungsstand an. Aber das werdet ihr nur im harten Training und nicht im Wettkampf lernen. Wir wechseln das Themenfeld wieder. Und zwar kam die Frage auf, ob man sich eine dauerhafte Markierung anbringen kann für diese 55 cm, zum Beispiel einen Farbpunkt oder ähnliches. Und ab wo genau werden diese 55 cm gemessen? Die 55 cm werden ab
ab dem Systemende. Also da, früher hieß es die Schafteinbettung, da konnte man so ein bisschen im Holz oder im Alu gucken. Nein, es ist das Systemende. Das Systemende ist beim Kleinkaliberschießen zum Beispiel ein anderes wie beim Luftgewehr. Da habe ich keinen Kammerstängel, der sich nach hinten bewegt. Also wenn der Kammerstängel geschlossen ist, das letzte Stückelchen, was da zu sehen ist, ab da werden die 550 mm nach vorne gemessen. Und natürlich auch die 20 mm nach hinten mit der Visierlinienrückverlagerung. Endet mit der Irisblende oder mit allem Geprassel, was noch an Diopter dran hängt. Also wenn da ein Monokel ist, ist das das Ende der 20. Aber es ist immer Systemende. Mhm. Hier gab es auch noch eine weitere Rückfrage dazu. Und zwar hast du vorhin gesagt, dass die Auflage auch weiter wie 55 cm sein kann, wenn es keine Markierung bei 55 cm gibt. Ist diese Aussage in der Sportordnung so festgelegt? Ja. Ist in der Sportordnung Teil 9 ist das festgelegt. Da ist eindeutig davon die Rede, dass die Vorderschaftauflage sogar bis ans Laufende gehen dürfte. Aber dass ich die 550 mm ab dem Systemende markiert haben muss nach vorne, dass die Standaufsicht die Möglichkeit hat zu sehen, dass das richtige Maß benutzt wird. Und ich liebe ja Schablonen, das habe ich ja schon mal gesagt. Und ich bin natürlich auch dann dafür, macht es ein bisschen weiter. Die Kartusche geht dann beim Luftgewehr nicht mehr ganz so komfortabel raus. Ich muss da mit spitzen Fingern hart drehen, dass das Ding nochmal rausgeht, aber es macht einen echten Vorteil, weil ich das Maximalmaß ausnutzen kann. 1 Zentimeter davor ist mein Auflagepunkt. Ich sehe den, die Standaufsicht sieht ihn. Keiner rät mehr rum, ist das jetzt länger, kürzer. Also das schafft eindeutige Merkmale, eindeutige Fakten. Mhm. Danke. Gut. Es gab ein paar Rückfragen zu der auch, muss ich kurz nachgucken, Folie 14 oder Bild 14 gezeigten Schaftkappe. Ist die so regelkonform? Was war das für ein Bild? 14. Ich krieg gleich hier das Bild gezeigt. Ah, ich muss das drücken. Da gehe ich mal zurück. Ob sie 2 Zentimeter sind, ist die Frage. Bitte? Hat die Schaftkappe die 2 Zentimeter Bild 14, wie es in der Sportordnung vorgesehen ist? 14 Maß, ne? Mhm. Also du meinst die Pfeilhöhe, die 2 Zentimeter Pfeilhöhe. Ja, da achten wir sehr darauf. Der Schütze, der da schießt, der achtet penibel darauf, die Pfeiltiefe. Also der Schütze meint, ich mal's jetzt mal hier, ich habe keine Flipchart hier. Wenn ich eine Schaftkappe habe, das malen wir mal eingeneckt, kommt gleich. Das ist echt improvisiert hier. So, also die Schaftkappe ist zum Körper hineingeneigt, ne? Und die Schenkeltiefe ist hier, ich habe auch kein Lineal, auch das muss ich jetzt improvisieren. So, und dann ist am tiefsten Punkt, hier ist dann die Schenkeltiefe und die darf 2 cm oder 20 mm nicht überschreiten, sonst gilt das oben an der Schulter als aufgelegt. Na? Deshalb ist das ganz wichtig, aber dadurch, wo bei diesem Schützen auch das untere Teil wegfällt, also der hat diese Verlängerung hier unten nicht, verändert sich dann auch die Schenkeltiefe. Und somit ist es immer noch im Rahmen. Also da achten wir sehr, sehr drauf. Ne? Aber trotzdem sieht man, dass diese Schaftkappe maximal gut anliegt. Danke für die Ausführung. Wo wir auch gerade nochmal bei den Folien sind, zu Folie 10 kam noch eine Rückfrage. Ist die eingestellte Hockerhöhe bei dem Probanden so sportordnungskonform, war die Rückfrage? Aha, jetzt gucken wir mal, um welche. Das war der Vergleich. Ja, beide. Okay. Beide. Man sieht die Körpergröße ja nicht bei diesen Aufnahmen. Ne? Also beide Schützen sind etwa gleich groß. Nicht ganz so groß wie ich. Ne? Aber das stimmt. Also das ist halt diese Einigung.
Und sie sind, und ich weiß es von der rechten Person auf jeden Fall, dass er nicht am Maximum dran ist, weil da haben wir letzte Woche noch drüber geredet. Also das ist regelkonform, absolut regelkonform. Ja, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. eine nächste Frage ist, wie sollte die Positionierung des Griffes und des Abzugs aussehen? Ja, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, weil da reicht die Stunde einfach nicht. Also auf jeden Fall ist es so, dass, ich halte mal so, dass die Kameraperspektive ist echt schlecht. Zum Zeichnen habe ich auch nichts mehr. Warte mal hier, dann bin ich mal so. Also eine der Regeln, das ist mein das Dingens, Moment. Also ich versuche das jetzt mal auf die Schnelle hinzuzeichnen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ich bin im Zeichnen nicht ganz schlecht, aber natürlich ist das jetzt live gesehen. Daumen, Griff. Oh, ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Da ist der Abzug. Drehpunkt, habe ich noch eine andere Farbe? Nee, aber einen dünneren Strich. So, ich hoffe, es ist keine Kralle geworden, es ist ein Griff. Ne? Also man sieht hier umfasst den Griff. Und wichtig ist es einfach, dass ihr näher an die Kamera seht. Gut, welche ist es denn jetzt? Ah, hier. Ich will, ja. Aha. Ah, jetzt wird ein Bild, ne? Jetzt wird's ein Bild. Also, die Hand umschließt den Griff. Die Fingerkuppe, also das ist so die Mitte, da wo sich diese Kringelchen bilden auf der Haut, ne? Also unser Fingerabdruck quasi, da ist der richtige Platz für den Abzug zu nehmen. Ah, das ist mein Finger. Jetzt echt. So, hier ist der Abzug dran, ne, in der Mitte. So, und dann sollte hier der Drehpunkt und der Druckpunkt auf einer Linie liegen, damit sich beim Abziehen, jetzt muss ich wieder gucken, wo ist die Kamera, damit sich beim Abziehen nur hier vorne die Fingerspitze bewegen kann und nicht hier über zwei Gelenke der ganze Finger. Also Drehpunkt und Druckpunkt auf einer Linie. Wenn ihr von vorne in die Kiste reinguckt, dann seht ihr den Abzug da so liegen. So. Und wenn ihr die richtigen Fingerpositionen habt, Drehpunkten auf Druckpunkt, dann seht ihr den Fingernagel nicht ganz, sondern so, also wie so ein Halbmond sieht das dann aus. Ne? Und dann kann man schon einschätzen, dass das ein guter Punkt ist. Ja, ganz wichtig. Sehr gut. Danke für deine Zeichnung, das hat man sehr gut gesehen. Danke. Es gab eine weitere Rückfrage zum Griff, und zwar zur passiven Handhaltung am Griff. Die Person fasst mit der rechten Hand locker an. Ist das falsch oder kann man das so machen? Locker ist eindeutig Kontaktverlust. Also man hat ja beim Schießen den Kontakt zur Schaftkappe, man hat den Kontakt zur Hand. Hier wissen wir nicht, kein Einfluss. Ne? Und dann kommt noch die Wangenauflage. Und dann habe ich ja quasi nur drei Punkte, wo ich richtig festhalten kann. Und da bin ich absolut für Halt und Sicherheit. Natürlich, ich soll da keine Flüssigkeit rauspressen, also das ist kein, das soll es nicht quietschen, also weiße Fingergelenke ist natürlich ein Zeichen, dass da ein bisschen zu viel Druck ist, aber auf jeden Fall wird das Ding festgehalten werden. Auch das Luftgewehr, das hüpft zwar nicht, aber durch dieses Festhalten habe ich natürlich auch diesen passiven Halt, aber es soll auf keinen Fall so sein, dass der Finger hier im Abziehen gestört wird. Daher noch ein Tipp aus meiner Praxis, kleiner Finger, Ringfinger greift fest zu, Daumen frei, greift fest zu und der Mittelfinger, den habe ich immer ohne Druck angelegt früher, weil der den abziehenden Finger mit beeinflusst und in seiner Tätigkeit dann manchmal auch hemmt. Ne? Das soll nicht sein. Also der hier, die beiden greifen fest, der Daumen hier rum und der wird einfach nur angelegt und so kann der Abzugsfinger frei agieren. Danke. Eine nächste Frage ist,
ob du Erfahrungswerte dahingehend hast, wie man vor allem Senioren dafür begeistern kann, die neuen Auflagenanschlag zu erlernen, weil die Senioren ja jahrzehntelang den alten Anschlag gewöhnt waren. Hast du da Tipps aus deinen Erfahrungen, aus deiner Praxis? Einfach mal ausprobieren. Ihr werdet sofort merken, dass dieses, diesen bisschen zur Scheibe hindrehen, dass ich sage mal, ich habe eine Stehrichtung, die geht dann meistens so schräg durch den Raum und ich habe dann nur noch den Kopf, den ich rumdrehen muss und stehe dann ordentlich. Und wenn ich gerade stehe, dann habe ich immer eine Verdrehung und dann neige ich mich nach vorne. Das macht mir eigentlich schon Aua, wenn ich nur dran denke. Also ich stehe lieber so entspannt und kann dann atmen und stillstehen und mein Körper braucht nichts mehr zu machen. Viel weniger Arbeit. Und letztendlich habt ihr viel mehr Kraft für die Konzentration übrig. Weil wenn ihr die Kraft im Körper verballert, habt ihr nach 20 Schuss keine Konzentrationskraft mehr. Also deshalb, es gibt immer einen einfachen und einen schwierigen Weg. Ich wähle lieber den einfachen und der ist spannungsfrei und rotationsarm. Der einfache ist immer gut. Ja, ne? Und wir sind ja Hobbyschützen und ich denke mir immer, wer wirklich die Zeit hat, kann das antrainieren. Ich kann viele unmögliche Sachen trainieren. Es gab schon immer außergewöhnliche Schützen. Wir hatten mal in meiner Klasse eine Schützin Freihand, Vesela Leceva, die stand so da. Also als ob die am Tresen hängt, ne? Ein Bein nicht durchgedrückt. Ne? Ja, aber das war eine Sportsoldatin, die hat 8 Stunden Zeit gehabt, um den Quatsch zu trainieren. Ne? Aber es war nicht immer ganz wettkampffähig. Also hopp oder top war bei der. Ne? Und so ist es bei den Dingen auch. Okay. Danke für den Einblick. Eine nächste Rückfrage ist, Hand auflegen oben auf dem Lauf oder doch lieber unten? Ich versuche jeden zu überzeugen, dass er unten auflegen soll. Nochmal, wenn ich im Anschlag stehe, wo ist wieder die Kamera, du armer Kerl, du musst jetzt immer andauernd hin und her hüpfen. Ne? Also ich habe meine Stehrichtung, ich habe meine Anschlagsrichtung und wenn ich jetzt oben hingreife, dann bewegt sich mein Arm weg. Ne? Und das ist einfach, wenn ihr die Arme so haltet, braucht ihr viel Kraft. Wenn ihr es so haltet, braucht ihr wenig Kraft. Ganz klar, ne? Ich bin dann für wenig Kraft wieder, weil ich bin ein Mädchen, ne? Und ich lege gerne meinen Arm hier an. Ich kann den richtig an den Körper auflegen. Ich habe quasi meinen Ellbogen schon fast auf dem Bauch liegen. Und dann habe ich mein Händchen einfach nur noch da und das liegt da in diesem Griff drin, ohne irgendwas zu tun. Und das ist die einfachste Lösung. Kraftsparend, ich brauche nicht mehr drüber nachzudenken, was macht das Ding jetzt? Ne? Hat nur Vorteile. Also ich bin eindeutig für unten. Und ich habe schon viele dazu gebracht, das auch zu tun. Die sind heute ganz glücklich damit. Ja, es ist dann auch wieder der einfache Weg, den wir ja bevorzugen. Wie wir gerade gelernt haben. Ich zwinge niemanden zu etwas, aber ja, ich überzeuge gerne. Sehr gut. Eine weitere Frage geht wieder in die Richtung Sehen. Wie kann verhindert werden, dass während des Trainings oder des Wettkampfs das Zielbild verschwimmt bzw. eierig wird, weil die Augen müde werden? Ganz oft ein Problem des falschen Ablaufs. Die zielen sich ins Ziel hinein, ganz klar. Die sind immer mit Zielen beschäftigt, egal was für eine Bewegung die Waffe macht. Nochmal daran denken, vielleicht das Webinar nochmal aufrufen und mal wieder nachhören. Ich habe 2 verschiedene Aufgaben für das Auge. In der Bewegungsphase, also wenn ich atme und die Waffe sich von oben nach unten und wieder zurück bewegt, beobachtet mein Auge nur, bleibt mein Korntunnel zentrisch in der Iris. Also bin ich ganz hinten gerichtet. Ne? Das hat noch gar nichts mit Zielen zu tun. Und erst wenn ich den Atemstopp habe, dann ziele ich. Alles andere ist sehr ermüdend fürs Auge. Und ist schwer auszugleichen. Aber wenn man das mal verstanden hat und sich vielleicht auch mal über Augentraining Gedanken macht, was sehr, sehr hilfreich ist. Ich habe da schon viele Schützen dazu animiert, mal wirklich dabei zu bleiben. Und da sind solche tolle Erfolge zu sehen, mit ganz einfachen Methoden der Augenbeweglichkeit herzustellen, das periphere Sehen wieder auszuprägen und natürlich auch eine gewisse Erholung zu erhalten über Palmieren oder
es gibt so viele tolle Sachen beim Augentraining. Ich wusste das früher auch nicht. Ich habe mich da ausbilden lassen und ich kann nur jedem mal empfehlen, einen Trainingslehrgang mit Augentraining zu buchen und mal auszuprobieren, welche tolle Erfolge man da haben kann. Auf jeden Fall wird man eine Erleichterung spüren. Wir bleiben beim Thema Auge und Sehen. Du hast dich ja eben schon als Brillenfan geäußert. Gibt es denn einen Unterschied, ob man Kontaktlinsen trägt oder eine Brille? Eine Brille hat nicht so einen großen Einfluss auf die Augenfeuchtigkeit wie eine Linse, weil eine Linse ja quasi auch ein Fremdkörper fürs Auge darstellt. Natürlich nehme ich natürlich keine Linse, die kratzt irgendwann. Also ich hatte mal harte Linsen, früher weiche, und durch die Hornhautverkrümmung gehen nur noch harte. Das war schon auch sehr belastend und ich habe es dann ganz gelassen. Aber auch in der Zeit, als ich noch weiche Linsen trug, war es so, dadurch, wo wir in unserer Zieltätigkeit in diesen 3 bis 9 Sekunden starren, also keinen Lidschlag haben, trocknet das Auge relativ stark aus. Und wenn ich da eine Linse drauf habe, dann wird die milchig, dann hat man so richtig das Gefühl, dass das Ding sich wie so ein ausgebrungener Waschlappen auf dem Auge verhält und immer kleiner wird, ist nicht schön. Ne? Eindeutig ja, es bringt keinen Vorteil. Aber was auch noch zu sagen ist, wenn ihr ohne Linse schießen wollt und ihr tragt normalerweise Linsen, es bringt nichts, das Ding eine Stunde davor auszuziehen, weil das Auge, die Hornhaut dann immer noch quasi von der Saugkraft, sag ich mal, der Linse, so gespannt ist, dass ihr diese Entspannung überhaupt nicht erfahren könnt, dann seht ihr noch schlechter. Und das ist vielleicht auch das, wo viele Schützen sagen, naja, aber wenn ich mit Brille schieße, sehe ich schlechter. Ja, wenn ihr schießt, am Wettkampf schießt, auf jeden Fall dann an diesem Tag keine Kontaktlinse anziehen, damit man das Auge nicht noch zusätzlich belastet. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall auf der Brillenseite. Kommt auch immer auf die Temperatur an. Wenn es heißer ist, trocknet das Auge schneller aus. Wenn es windig ist am kleinen Kaliberstand, kommt dann trocknet das Auge auch wieder schnell. Also in diese Gefahr begebe ich mich gar nicht. Das ist sehr belastend und macht auch keinen Spaß, wenn man nichts trifft. Ne? Nee, ich kann auch nur als Kontaktlinsenträgerin bestätigen, dass mit dem ausgetrockneten Auge, das ist sehr nervig, egal welchen Sport man treibt. Man hat das Gefühl, man sieht nichts mehr. Daher kann ich diese Brillensympathie sehr verstehen. Ja, und so diese Sprays, die helfen ja auch nur bedingt. Das ist mal so ein paar Sekunden, ist es dann wieder gut und dann habe ich wieder den gleichen Effekt. Das würde ich vermeiden. Ja. Hier noch eine kurze Rückfrage zum Augentraining, was du eben angesprochen hast. Der letzte Lehrgang wurde anscheinend abgesagt. Kannst du vielleicht einen Ausblick dazu geben, wann es ein neues Angebot dafür gibt? Im November. Kein reines Augentraining, sondern wir sind da umgesprungen. Also in der Trainerausbildung ist das sehr gefragt mit dem Augentraining. Aber ich glaube, die Leute wollen doch schießen und das verbinden wir jetzt einfach. Da ist dann ein Programm, werden wir schaffen, dass man gutes Augentraining macht, auch im Hinblick auf das Schießen, aber auch um Gesunderhaltung überhaupt und dann noch mit dem Schießen verbinden. Ich glaube, das ist die richtige Lösung. Und das war auch nur der Grund, warum dieses letzte Augentraining abgesagt wurde. Das ist ein Thema, das sehr interessant ist und ich finde es wichtig. Und ich habe da auch schon selbst gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, wäre schön, wenn es klappen würde. November ist auf ein Neustart quasi, Augentraining 2.0. Und dann hoffe ich, dass es dieses Mal mehr Anspruch, also Zuspruch gibt. Ja, hoffen wir das Beste. Ein weiterer kleiner Themenwechsel. Wie wird das Neigen des Auflagekeils zum Kopf bewertet? Das heißt, Auflagekeil gerade oder geneigt zum Kopf, um einen geraden Kopf zu unterstützen? Grundsätzlich bin ich ein Freund von gerade, gerade, gerade. Manchmal geht es aber nicht anders. Das kommt einfach auf die Befindlichkeit des Schützen her. Wie beweglich ist der? Ist der in der Lage, den Kopf auch in der Mitte zu halten? Erlaubt es die Schäftung, dass ich
dass ich genug auslagern kann nach beiden Seiten, einmal die Visierung nach da, die Schaftkappe nach da, dass ich nah genug stehe. Wenn es nicht anders geht, bin ich auf jeden Fall immer für die Variante gerader Kopf und dann lieber Visierung schief, aber dann mit einem Diopter, dass man der Neigung anpassen kann, dass das Diopter wieder gerade steht und ich die ordentliche Achsenverdrehung habe. Dann auch gerne eingeneigt. Auch, aber das sind auch Grenzen gesetzt, da müsst ihr schon aufpassen, dass ihr die Schaftbreite durch diese Neigung nicht übersteigt. Also da nicht zu viel, das Gewehr sollte auf keinen Fall von alleine umkippen dürfen. Ich hole mir mal ganz schnell was zu trinken, ich habe nämlich einen ganz trockenen Hals. Es fällt mir das Reden jetzt ein bisschen schwer. Entschuldigt mich mal. Einen kurzen Moment. Ich brauche Flüssigkeit. Kein Problem. So. Weiter geht's. Geht besser. Ja, so. Geht's wieder. Kannst du uns einen Einblick darin geben, welche detaillierte Verstellungen am Gewehr nötig sind, wenn man einen Wechsel vornimmt von Freihand auf Stehendauflage? Also auf jeden Fall solltet ihr euch eine Vorderschaftauflage holen. Es reicht bei manchen Waffen einfach nicht, das Ding zu verschieben, weil ich dann eventuell den Sicherheitskasten um den Abzug wegnehme. Also da auf jeden Fall eine Vorderschaft Auflage holen. Den unteren Teil der Schaftkappe, also den Haken, unten der Axial ja wichtig ist im Freihandschießen, weil die Waffe ja nach oben ausweichen will, den könnt ihr euch einsparen. Und dann müsst ihr die gerade Schaftkappe so einneigen, also schon ein bisschen, das sieht extrem aus, aber dass sie sich hier über die Brust anlegt. Bei den Mädels ist das ein bisschen tendenziell ein bisschen stärker, die Einneigung, weil wir da einfach noch ein bisschen mehr haben als die Jungs. Bei denen muss man aber das untere Teil weg. Und die Einneigung und die Schaftlänge ist kürzer, weil ich ja dann hier auch irgendwie ein bisschen näher rankommen muss und noch an die Visierung drankommen soll. Das sind die gröbsten und stärksten Maßnahmen. Aber grundsätzlich ist eine normale Freihandwaffe immer umrüstbar zu einer Auflagewaffe. Danke dir. Noch eine letzte Frage und dann würde ich sagen, schließen wir auch das Webinar ab. Sie geht nochmal in Richtung Kleidung. Darf man beim Auflagenschießen sitzend zur kurzen Jacke einen medizinischen Stützgurt anlegen? Ist das erlaubt? Nein, außer es ist als Hilfsmittel im Pass eingetragen, wenn man es, was weiß ich, weil man eine, was weiß ich, Lendenwirbelfraktur, Haubichblau, keine Ahnung, im Bereich des fasierten, also wie sage ich das jetzt, fasierten Schießen, kann man das mit einem Behinderungsgrad eintragen lassen. Und wenn es als Hilfsmittel eingetragen ist, ist es ein erlaubtes Hilfsmittel, dann ja, aber ansonsten nein. Okay, danke. Es kam gerade noch der kurze Hinweis rein, dass es wohl ein Poster gibt zum Auflagenschießen beim DSB. Es wird da mit Sicherheit auffindbar sein und am Ende geteilt werden. Bevor ich jetzt das Webinar schließe, sage ich im ersten Schritt auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Es sind noch ein paar Fragen übrig. Diese werden wir dann im Nachgang sammeln und sie werden dann auch im Nachgang beantwortet. Also nichts geht hier verloren und alle Fragen werden auf jeden Fall beantwortet. Kurz weitere Hinweise, das Webinar wurde wie immer aufgezeichnet und wird somit auch im Nachgang zur Verfügung gestellt werden. Auf der DSB-Website kann man sich das dann im Nachgang noch anschauen. Wenn nochmal Rückfragen sind, nochmal was genau nachgeschaut werden soll, ist es auf jeden Fall möglich. Die Aufnahme wird zur Verfügung gestellt. Die Evaluation zu diesem Webinar erhalten Sie im Nachgang wie immer per Mail. Das kennen die meisten ja schon. Und noch der Hinweis, das nächste Webinar haben wir noch nicht terminiert, aber wenn das der Fall ist, dann sind Sie alle natürlich die Ersten, die davon erfahren werden. Das
waren meine Hinweise. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich wünsche allen einen schönen Abend und möchte für das allerletzte Schlusswort nochmal an dich, Iris, übergeben. Das ist lieb von dir, Sarah, weil ich habe mich ganz vergessen, mich bei den Leuten zu bedanken, die es mir erlaubt haben, Bilder von sich machen zu lassen. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle, die sich da auf der Präsentation wiedererkannt haben und natürlich an die Leute, die im Hintergrund mit mir arbeiten, dass ich hier keine technischen Probleme habe. Und an Freunde, die auch mal über die Präsentation geschaut haben, dass ich meinen Federteufel im Griff habe. Vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an die, die daran teilgenommen haben, die mich schon kennen und die mich jetzt kennengelernt haben. Es war ein sehr schöner Abend. Danke. Das freut mich zu hören. Ich wünsche allen einen schönen Abend und bis bald. Auf Wiedersehen.